Guten Abend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich. Es ist und bleibt eine wilde Mischung aus ganz alten und ganz neuen Texten. Wenn Ihr Lieblingstext heute Abend nicht dabei sein sollte, dann müssten Sie einfach nochmal wiederkommen. Und wenn ich Sie hier sitzen habe, möchte ich Sie wie immer ermuntern, öfter ins politische Kabarett zu gehen. Sie spüren das ja auch heute Abend wieder hier im Saal. Im politischen Kabarett sind Sie ja stets vor lauter engagierten Gesellschaftskritikern umgeben. Ja, einige sind auch leise engagiert. Manche auch geradezu engagiert leise. Aber im Engagement sind Sie alle, oder? Wer heutzutage nirgendwo im Engagement ist, der kann sich doch die Gesellschaftskritik in Form einer Kabarett-Eintrittskarte kaum noch leisten. Zumindest nicht in den Tempeln der Kleinkunst. Da, wo das literarische Kabarett zelebriert wird. Wo man die knallharte Gesellschaftskritik in weichen Polstersesseln auffängt. Wo man das im Halse steckgebliebene Lachen in der Pause mit Champagner runterspült. An solchen Orten, da lässt man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Eine der größten Pointen aller Zeiten. Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie die Kabarett-Eintrittskarte noch gut aufheben. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus. An der Stelle ist voriges Jahr noch sehr gelacht worden, meine Damen und Herren. Da war immer großes Hallo. Wann soll das denn sein? Der Zusammenbruch des Kapitalismus. Da bin ich bestimmt in Griechenland in Urlaub. Hör mir da auf. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie denn für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ja, ich meine das Ausbeutersystem, in dem wir leben. Wo Menschen für 3, 4 Euro die Stunde arbeiten. Hä? Leiharbeitsfirmen, meine Damen und Herren. Die moderne Form der Sklaverei. Wir haben ja nicht mehr nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wir haben auch Arbeitsverleiher. Diese Menschen, die dort beschäftigt sind, arbeiten dieselbe Arbeit, wie die neben ihnen arbeiten, aber für 2/3 vom Lohn. Und nicht nur Schlecker sind die großen Bösewichter, nein, auch die Caritas arbeitet in ihren Pflegeheimen zum Teil mit Leiharbeitsfirmen zusammen. Ja sicher, der Unterschied zwischen Caritas und Schlecker ist, bei der Caritas kriegen die Mitarbeiter noch eine Bonuszahlung. Gotteslohn. Und dann sind sie noch froh, wenn sie den nicht bei den Jesuiten in Form von Sachleistungen ausgezahlt kriegen. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ha? Na, was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie, halt, Moment, holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten aus. Dann sagen Sie, hier, ich war im Widerstand. Ich habe laut und offen gelacht, weil meine Regierung verspottet wurde. Ich habe geklatscht. Ich habe anhaltend geklatscht, wenn das System kritisiert wurde. Und wenn seine Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen entlarvt wurde. Ich habe auf offener Straße Kanzlerinnenwitze erzählt. Was wollen Sie von mir? Ich war keine Blockflöte, ich war eine Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert, Franz Alt gelesen und die Taz. Die Taz. Okay, abonniert, nicht gelesen. Aber ich habe mich freiwillig an Tempo 100 gehalten, zumindest in geschlossenen Ortschaften. Ich habe für vom Aussterben bedrohte Arten gespendet. Für Robben, Kurden, Grüne, Linke, Intellektuelle. Ich habe mir den Hintern mit Umweltschutzklopapier wund gerieben und den Magen mit Nicaragua-Café versaut. Ich war doch dagegen. Ich war für Schwäter zu Flugscharen, für Politiker zu Menschen. Ich bin kein Täter, ich bin Opfer. Also wenn schon, bin ich Opfer und Täter. Also Rotkäppchen und Wolf. Links und SPD. Eine 19 Jahre alte Pointe, die die meisten erst heute begreifen. Links und SPD, katholisch und Demokrat. Dauert nochmal 19 Jahre. Ist okay, ist okay. Vielleicht können Sie den besser wechseln. Hirnbesitzer und FDP-Wähler. Einen habe ich noch. Attentatsopfer und Rollstuhltäter. Oh.
Ja, das muss ich aber gleich sagen. Wenn Sie an der Stelle schon Probleme haben, wird das ein sehr schwerer Abend für Sie. Aber noch ist das System stabil, oder? Den meisten Deutschen geht es doch so gut wie nie zuvor. Wir haben Krise. Schauen Sie sich doch mal um in diesem Land. Hier wird auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist die, die wirklich nichts haben. Also diese Unterschicht, ne? Oh. Das darf man jetzt wirklich nicht sagen. Ich vergesse das immer wieder. Der Begriff Unterschicht ist diskriminierend. Also zu eindeutig. Es hat lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas überhaupt gibt. Aber die haben die ja gefunden. Vielleicht können Sie sich erinnern. Das war ein Sensationsfund. Das ist 3 Jahre her. 2 Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die haben eine völlig neue Lebensform entdeckt. Mitten in Deutschland. Die leben ganz versteckt in so einer Flussbiegung. Nicht Düsseldorf. Nein. Und da haben die gesagt, diese Menschen, die hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so kann man das nicht sagen. Das ist ja mein Liebstes, wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen. Wo man es gerade so gesagt hat. Damals hat sich Franz Müntefering sehr hervorgetan. Franz Müntefering, das war der letzte große alte Sozialdemokrat. Ne? Den haben sie aufs Altenteil geschoben. Wobei, so alt ist das Teil eigentlich gar nicht. Ja, ich traue dem Braten noch überhaupt nicht. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Den Münte waren wir schon mal los. Ich bin da überhaupt nicht beruhigt. Das ist doch so ein politisch Untoter. Das ist wie Merz und Clement. Das sind Leute, die kommen immer wieder. Bei Münte bin ich jetzt beruhigt, wenn am Schluss einer mit so einem Holzflock, der Münte, der hat doch seine Vision noch gar nicht verwirklicht. Der Münte hat doch wie kein anderer in der SPD für die Agenda 2010 gekämpft. Und die SPD ist da erst auf 20%. Und es heißt doch Agenda 2010, da ist doch noch was zu tun. In manchen Landesverbänden haben sie es ja schon geschafft. Hier, die Sachsen immer vorne mit dabei. Hier, die Sachsen haben, die sächsische SPD haben der letzte Landtagswahl zum zweiten Mal hintereinander stabil 10% geholt. Voll konsolidiert, immer knapp vor der NPD. Und auch Thüringen, der SPD-Vorsitzende in Thüringen, ich muss mir inzwischen immer so Eselsbrücken bauen, um mir die ganzen Namen noch merken zu können, der in Thüringen, der heißt so wie das, was in seinem Kopf rumschwabbelt. Matschi, genau, ja, Matschi. Sehen Sie, funktioniert. Und der Christoph Matschi, der hat in Thüringen für die SPD 17% geholt bei der letzten Landtagswahl und hat dann gesagt, er macht eine Koalition mit der 27% starken Linkspartei, nur wenn keiner von der Linkspartei Ministerpräsident wird, sondern er. Das ist ja eine alte demokratische Gepflogenheit. Die Letzten sollen die Ersten sein. Und das Allerschönste ist, haben Sie das überhaupt mitbekommen? Die Linkspartei in Thüringen hat gesagt, okay, dann machen wir das so. Wir verzichten doch auf den Ministerpräsidenten zu stellen. Es muss nicht unbedingt der Matschi sein, aber wir können uns auf einen anderen einigen. Es muss keiner von der Linkspartei Ministerpräsident werden. Die haben gesagt, es geht uns nicht darum, den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir wollen wirklich eine andere Politik. Und da hat der Matschi gesagt, ja, dann erst recht nicht. Das könnt ihr komplett vergessen. Ja. Das sind diese Teile der SPD, die sind so komplett hohlraumversiegelt. Da kann man doch gar nichts mehr machen. Und der Anführer war immer der Münte. Und der Münte, der hat die Hartz-IV-Gesetze in der Bundestagsfraktion damals durchgeboxt, unter anderem mit dem Satz, es gibt einen alten Spruch in der SPD, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Ja, ja, boah, ne? Sehen Sie, das hat der Westerwelle sich nicht getraut, der feige Sack. Hier, dieses verschwurbelte spätrömische Dekadenz. Nein, nein, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Das ist die Originalversion. Das ist die Hardcore-Version. Ja, ja. Denn der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die immer schon offen gestanden haben. Zu mir hat der Mann doch noch nie Mut besessen. Der Münte, der hat das richtig drauf. Der Münte hat natürlich recht, das ist ein alter Spruch aus der SPD, wissen wir alle. Der Spruch ist uralt, der stammt aus einer Zeit, da stand über der Parteizentrale der SPD noch Arbeit macht frei. Das ist klassisches nationalsozialistisches Gedankengut. Wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Es gibt Leute, die sind darin aufgewachsen, die kriegen das auch nicht wieder aus dem Kopf. Das ist, ja, dann müssen Sie jetzt auch, um sowas zu vertreten, müssen Sie ja gar nicht so ganz recht sein oder so ein hässlicher Ministerpräsident. Ja, ich weiß, mit dem Aussehen muss man, aber es gibt auch so Fälle, da ist es so furchtbar. Sehen Sie, so Typen wie Roland Koch und Thilo Sarrazin, da kommt man doch nicht drum rum. Das ist doch, Thilo Sarrazin, kennen Sie? Dieser SPD-Mann, der den Hartz-IV-Empfängern immer die Tipps gibt. Wenn ihnen kalt wäre, sollen sie nicht die Heizung aufdrehen, sondern Pullover anziehen. Jetzt hat er gesagt, sie sollen kalt duschen.
um Geld zu sparen, nicht? Ja? Warmdusche hätten es noch nie weit gebracht in diesem Land, sagt ein Mann, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist. Man muss sich... Wenn ich, ja, sagt man noch Gesicht bei sowas, ich weiß es nicht. Wenn ich Thilo Sarrazin und Roland Koch sehe, frage ich mich jedes Mal, warum muss die Ästhetik der Gedanken so entsprechend sein? Aber es ist ja auch. Aber Roland Koch hat das da auch gesagt mit den Hartz-IV-Empfängern. Monate vor dem Westerwelle, da hat er gesagt, die Hartz-IV-Empfänger haben sie angenehm eingerichtet in ihrem Leben, ist ja alles wunderbar. Der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die schon offen stehen. Mehr traut er sich doch ja nicht. Das ist so der Witz an der ganzen Sache. Und der Münte hat damals an demselben Abend, in derselben Tagesschau, in der die Unterschicht entdeckt hatten, da hat er gesagt, es gibt keine Schichten in Deutschland. Da war das Thema für den durch. Der Münte lebt nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag, der spricht nur eine ganz eigene Sprache, das haben Sie aber bestimmt schon mal gehört, Kauderwelsch. Der hat gesagt, ich sage nicht Unterschicht, denn es ist diskriminierend. Ich sage Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Und das ist elegant formuliert. Sehen Sie, so wollen wir das haben. Das ist der politische Diskurs, wie wir ihn führen wollen. Wir sagen nicht mehr Idioten, wir sagen bildungsferne Schichten. Da steckt das Wort Bildung noch drin. Man kann mal winken von Weitem. Das ist eine schöne Sache. Wir sagen demnächst auch nicht mehr Arme, wir sagen einkommensferne Schichten. Kennst du das neue Wort für anständig? Schweizfern. Okay, der war von mir, aber hier ist noch ein ganz neuer. Den hat mir ein Sozialarbeiter geschickt, ich kriege viele Mails. Herr Bisper schrieb, das interessiert Sie vielleicht. Wir sagen nicht mehr verhaltensauffällige Kinder, wir sagen verhaltensoriginelle Kinder. Und schöner kann man Guido Westerwelle wirklich nie beschreiben, meine Damen und Herren. Der Westerwelle hat etwas geschafft, das hat natürlich noch keiner vor ihm geschafft, muss man mal fairerweise dabei sagen. Der Westerwelle hat es geschafft, im Amt des Bundesaußenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war. Das hat noch nie ein Politiker geschafft. Alle sind als Außenminister automatisch immer beliebter geworden. Nur der Westerwelle, der ist mit den Beliebtheitswerten eines Blinddarms gestartet. Ja, er hat den Fußpilz längst hinter sich gelassen. Das ist eine Leistung, die können Sie ihm nicht mehr nehmen. Er wird damit in die Annalen eingehen, das lässt sich nicht verhindern. Ich glaube, das Wort müssen Sie nochmal nachschlagen. Ja, also. Man kann dem Westerwelle auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Sehen Sie, der Mann redet ja von spätrömischer Dekadenz. Woher soll der wissen, was das ist? Bitte, das muss man auch mal berücksichtigen, der Hintergrund. Der Westerwelle hat Jura studiert. Woher soll der irgendwas wissen? Ja? Jura, das kann jeder studieren. Da gibt es keinen NC, da gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Da kann jeder rein, der durch die Tür auf zwei Beinen gehen kann. Ja? Das ist das alte Sprichwort. Er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Das ist... Und es... Es ist bei Westerwelle auch keine Frage von spätrömischer Dekadenz, sondern von frühliberaler Demenz. Das ist das Problem von Westerwelle. Ja, unser Vize kann es nicht. Ja. Inhaltlich haben Sie ihn gar nicht kritisiert. Das war das Verrückteste an der ganzen Diskussion, oder? Die Kanzlerin hat sich inhaltlich nicht von Westerwelle distanziert. Die Kanzlerin hat nur gesagt, das ist nicht mein Duktus. Das können Sie dann zusammen mit Annalen nachschlagen. Das ist... Das ist nicht mein Duktus auf Deutsch, ich hätte es anders gesagt. Also es kommt eben auch darauf an, wie man es sagt. Was man sagt, ist inzwischen gar nicht mehr so wichtig, sondern wie man es sagt. Die Form ist in Deutschland immer wichtiger als der Inhalt. Ich habe mir das jetzt auch sagen lassen. Ich sage seit Jahren mit Begeisterung immer Arschloch. Und man hat mir jetzt mehrfach gesagt, ich soll das nicht mehr tun. Das wäre wirklich nicht... Ich meine, es gibt die Leute ja nun mal. Und ich habe auch keinen richtig guten Ausdruck stattdessen gefunden. Aber ich experimentiere jetzt ein bisschen rum. Jetzt sage ich im Moment immer, Sie unappetitliche Körperöffnung, Sie. Ja, es hat nicht dieselbe Kraft, aber man gewöhnt sich vielleicht auch dran. Man gewöhnt sich ja an vieles. Wir haben uns an viele Begriffe gewöhnt, die wir jetzt völlig verrückt fanden. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Ja, wenn man ein bisschen wartet, fangen immer einige Frauen an zu nicken und zu grinsen. Und die Hausfrauenhalter.
die moppern so ein bisschen vor sich hin. Ne? Kann man so nicht sagen. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und deshalb sagen wir jetzt auch nicht mehr raffgieriges, asoziales Pack. Wir sagen Spitzenmanager. Und für den Unterschied gibt es einen Ausdruck, der ist völlig neu, das ist das Prekariat. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck, den müssen Sie lernen. Prekariat muss man sagen, damit diese Menschen nicht merken, wenn wir über sie sprechen. Sonst ist ja diskriminierend. Jedenfalls, diese Leute, die wirklich nichts haben, die jammern doch gar nicht, oder? Hören Sie die Hartz-IV-Empfänger jammern? Davon gibt es 6 Millionen in Deutschland inzwischen. Die hören Sie überhaupt nicht, ne? Die sind ganz ruhig. Die haben sich abgefunden mit ihrem Elend und ihrem Schicksal. Die Hartz-IV-Empfänger haben inzwischen auch begriffen, um die geht es hier nicht in diesem Land. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Die könnten hier was auf die Beine stellen. Was meinen Sie, wenn die hier permanent demonstrieren? 6 Millionen Leute, die hier jeden Tag Demonstrationen abhalten. Wissen Sie, was dann los wäre? Da hätten Sie Verkehrsbehinderungen. Da sehnen Sie sich nach der Vulkanasche zurück. Aber diese Leute sind ruhig. Die Kinder von diesen Leuten wachsen auf und sagen schon mit 10 Jahren, ich werde Hartz IV. Da ist das Leben schon vorbei, bevor es angefangen hat. Und jetzt hat unsere neue Arbeitsministerin, Frau von der Leyen, gesagt, sie fände der Hartz-IV-Begriff so negativ besetzt, sie will da jetzt einen neuen Ausdruck für finden. Also nicht die Situation der Leute verbessern, sondern es netter nennen. Und sie hat eine Findungskommission, die suchen jetzt einen neuen Begriff, wahrscheinlich kriegen demnächst Uschi 2. Also. Aber diese Leute demonstrieren nicht, sie sind ruhig, die gehen noch nicht mehr wählen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wir haben noch 70% Wahlbeteiligung gehabt bei der letzten Bundestagswahl. 70%. Das untere Drittel geht nicht mehr wählen. Warum denn auch? Warum sollen diese Leute wählen gehen? Wozwischen sollen die sich denn entscheiden? Bei der letzten Bundestagswahl hatte die FDP gesagt, wir machen keine Ampel. Die Grünen haben gesagt, wir machen kein Jamaika. Und die SPD hatte gesagt, wir machen keine Koalition mit der Linkspartei. Es konnte also nur Schwarz-Gelb geben oder weiter Schwarz-Rot. Das stand zur Wahl bei der letzten Bundestagswahl. Bitte, warum soll ein Hartz-IV-Empfänger sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden? Erklären Sie mir das mal. Wollen Sie jetzt Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Was macht das denn für den Hartz-IV-Empfänger für einen Unterschied? Was wollen Sie einem Hartz-IV-Empfänger Angst vor Schwarz-Gelb machen? Rot-Grün hat doch diese ganzen Gesetze gemacht. Was kann der Westerwelle denn noch wegnehmen, Hartz-IV-Empfänger? Nix. Die SPD hat denen doch schon alles weggenommen. Diese Leute haben sie abgefunden. Nein, jammern tun in Deutschland die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf was verzichten zu müssen. Die jammern ja traditionell in allen Zeitungen. Der Spitzensteuersatz ist immer noch zu hoch. Das ist aber auch wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann und Dieter Bohlen zu kaufen. Aber das Thema Steuern, Deutsche, das passt einfach nicht zusammen. Sie können das vergessen. Der Deutsche fühlt sich grundsätzlich ausgezogen von seinem eigenen Staat. Hat er wieder Bild-Zeitung gelesen? Dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. Die machen immer. Die machen immer Kampagnen, immer Kampagnen für den kleinen Mann. Ja, ja, Bild kämpft für sie, ne? Ja, Bild kämpft für den kleinen Mann. Und da kommen die Schlagzeilen, die Staatsquote, wie der Staat uns alle ausnimmt. Jetzt hier, wir sind wieder Europas Deppen. Für alles Geld, dann nur nicht für Steuersenkungen, ne? Ja, ja, die Steuern müssen gesenkt werden. Wann senkt ihr endlich die Steuern? Der Deutsche ist besessen von Steuersenkungen. Selbst Leute, die gar keine Steuern zahlen, sind der Meinung, die Steuern müssen gesenkt werden. Und bei der letzten Bundestagswahl haben die Deutschen ernst gemacht. 15% der Deutschen haben die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Und die FDP ist dran gekommen. Und sie hat Wort gehalten. Sie hat die Steuern gesenkt und ist bei den Umfragen auf 8% abgestürzt. Was ist denn da passiert? Kann ich Ihnen sagen. Die Hälfte der FDP-Wähler hat begriffen, Scheiße, ich habe gar kein Hotel. Wobei natürlich eine schöne Idee, den armen Hotels 1 Milliarde Euro im Jahr zu schenken. Ne? Ist ja nicht einmal, ist ja jedes Jahr jetzt. Wir schenken den Hotels jetzt jedes Jahr 1 Milliarde Euro. Wenn wir das Geld hätten, wäre das noch schöner. Wir haben das Geld aber nicht, wir müssen uns das leihen. Wo leihen wir uns das denn wohl? Ja, bei den Griechen bestimmt nicht. Wo leihen wir uns das Geld? Ja, bei denen, die Geld haben. Ne? Wer hat denn Geld?
Ja, zum Beispiel die Hotelbesitzer. Sehen Sie jemanden, der der FDP 1,1 Millionen Euro spenden kann und der CSU 900.000 Euro spenden kann, um diese Steuererleichterung zu bekommen, der hat auch Geld genug, um Staatsanleihen zu kaufen und Bundesschatzbriefe. Also von den Reichen leihen wir uns das Geld. Sehen Sie, das ist ja dieser Typ da von Möwenfick da. Pick. Das ist ein bisschen blöd, der heißt Fink und ist von Pick. Das ist, ja, man kommt da schnell durcheinander. Baron von Fink und das ist Möwenpick. Es gibt Namen, da muss man sich unheimlich konzentrieren. Zum Beispiel dieser ehemalige Bischof Walter Mixer. Ja, das sind Namen, die darf man nicht nach Gefühl aussprechen. Da muss man voll konzentriert. Ja. Von Baron von Fink, von Möwenpick, ne, und seinen Kumpels in Hoteliers leihen wir uns praktisch die 1 Milliarde Euro und dann schenken wir denen die. Das ist eine schöne Idee, oder? Das Blöde ist, wir zahlen denen auf das Geschenk noch Zinsen. Und von den Zinsen machen die dann die nächste Spende an die FDP. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns hier bewegen, meine Damen und Herren. Wer hat hier was von Steuersenkungen? In diesem Land haben 6 Millionen Menschen eine volle Stelle, die verdienen so wenig Geld, die zahlen überhaupt keine Steuern. So wenig verdienen die für eine volle Stelle. Dazu kommen noch die 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, sind schon mal 12 Millionen, die haben von Steuersenkungen überhaupt nichts. Dann nehmen wir doch das berühmte kleine Gehalt. Wie sagt der Westerwelle? Man muss doch noch sagen dürfen, dass jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, mehr Geld haben muss als jemand, der nicht arbeiten geht. Ja, Herr Westerwelle, natürlich darf man das sagen. Wer hat denn jemals das Gegenteil behauptet? Haben Sie überhaupt schon mal versucht, eine Tür zu öffnen, die nicht schon aufgestanden hat? Was soll der Scheiß? Nicht mal ein Hartz-IV-Empfänger würde doch verlangen, dass er genauso viel Geld bekommen soll wie jemand, der arbeiten geht. Darum geht es doch nicht. Die Frage ist doch, wie der Unterschied herzustellen ist. Die Hartz-IV-Empfänger bekommen im Augenblick Existenzminimum, hat das Bundesverfassungsgericht offiziell festgestellt. So, wenn das Existenzminimum ist und Sie wollen einen Unterschied zu denen herstellen, die Arbeit haben, dann müssen Sie doch die Leute, die arbeiten gehen, endlich wieder anständig bezahlen. Oder wie soll das sonst funktionieren mit dem Unterschied? Und das ist genau das, was der Westerwelle diesen Menschen verweigert, nämlich den Mindestlohn. Das wäre anständig. Ja, klar. Ich weiß auch ehrlich nicht, was es beim Thema Mindestlohn überhaupt noch zu diskutieren gibt. Ja, entschuldigen Sie bitte mal, ich sage Ihnen gerne, was ich unter Mindestlohn verstehe. Unter Mindestlohn verstehe ich einen Mensch, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht und sich dabei Mühe gibt. Der muss von dem Geld, was er da verdient, auch leben können. Und zwar hier und nicht in Bangladesch. So. Und das ist keine Frage des ökonomischen Sachverstandes, das ist eine Frage des letzten Restes menschlichen Anstandes in einer Überflussgesellschaft. Da gibt es nichts zu diskutieren. Entweder Sie sind für einen Mindestlohn oder Sie sind eine sehr unappetitliche Körperöffnung. Und wer Ihnen erzählt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze, ist auch eine extrem bescheuerte unappetitliche Körperöffnung. Von Steuersenkungen profitieren die kleinen Leute überhaupt nicht. Nehmen Sie das kleine Gehalt, 1800 Euro brutto. So klein ist es inzwischen schon gar nicht mehr. 1800 Euro brutto. Davon zahlen Sie als Single in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Wenn Sie diesen Menschen die Steuern um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, hätte der 19 Euro im Monat mehr, oder? Da wird er die Konjunktur derart ankurbeln. Parallel würde noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Beim letzten Konjunkturpaket haben sie ihm die Steuern um 1% gesenkt, da weiß er gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hilfe! Vermögensberater, ich weiß nicht weiter. Aber keine Sorge, die Krankenkassen werden Ihnen Vorschläge unterbreiten, meine Damen und Herren. Die paar Euro, die bei den kleinen Gehältern der Steuersenkungen überbleiben, sind bis jetzt immer wieder gegenfinanziert worden und abgegriffen worden. Wissen Sie noch, als Sie das Begrüßungsgeld beim Arzt eingeführt haben? Von Steuersenkungen profitieren die Besserverdiener. Und denen müssen wir die Steuern nicht senken, weil die organisieren sich das selber. Da haben die extra Leute für. Das sind die sogenannten Steuerhinterziehungsberater. Die machen das ja alles. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert, diesen armen, verfolgten Menschen zu helfen. Ja, die Schweiz, auf den ersten Blick ein harmloses, kleines Land. Aber hinter diesen Bergen kann man unglaubliche Dinge verstecken.
Und das macht die Schweiz sich zunutze. Ich meine, die Schweiz ist natürlich auch in einer Situation, die haben ja sonst nichts. Was haben die denn? Die haben ja keine Rohstoffe, gar nichts. Die haben Berge, ja, wollen sie Geröll verkaufen, das bringt ja nichts. Aber sie nutzen ihre Möglichkeiten, indem sie begriffen haben, die Schweiz ist durch die ganzen Berge genauso unzugänglich wie Afghanistan. Deshalb ist die Schweiz seit Hunderten von Jahren nicht mehr angegriffen worden. Sie kommen da überhaupt nicht rein mit Panzern. Und daraus haben die ein Geschäftsmodell entwickelt und verstecken seit Menschengedenken das geklaute Geld der Verbrecher aller Welt in der Schweiz bei ihren Bergen da. Und verwalten das da. Und das Geschäftsmodell funktioniert wunderbar, das ist ja einträglich. 4.000 Milliarden Euro ausländischer Gelder liegen in der Schweiz. 4.000 Milliarden! Warum ist das Geld in der Schweiz, wenn es nicht illegal ist? Ne? Schwarzgeldkonten, wer hat's erfunden? Sie wissen es ja. Warum soll man sonst sein Geld in die Schweiz bringen? Wegen der guten Luft? Oder hoffen Sie, dass die Rendite höher ist, weil die Berge da höher sind? Na, dann müssen Sie eine Bank im Hindukusch suchen. Nein! Das ist Schwarzgeld und es ist Verbrechergeld und die Schweizer machen das seit Generationen zuverlässig. Schon die Nazis haben ihr Gold in die Schweiz gebracht, aus Sicherheitsgründen. Und die Schweizer stellen auch keine blöden Fragen. Sehen Sie, die Schweizer, die haben diese jüdischen Konten 40 Jahre nach dem Krieg sauber weitergeführt. Die haben nie blöd gefragt, warum kommt da nie wieder einer? Solange man die Kontoführungsgebühr noch abbuchen kann, wird das Konto ordentlich weitergeführt. Und diese Form von Zuverlässigkeit und Diskretion wird geschätzt, weltweit, von lateinamerikanischen Drogenbaronen, genauso wie von Blutdiamanthändlern in Afrika, von Opiumhändlern in Asien natürlich, genau wie von der Mafia, von Bokassa, Idi Amin, Gaddafi, Khomeini, alle hatten sie immer ihre Gelder in der Schweiz. Auch Al-Qaida hat natürlich nur mal ein Konto in der Schweiz, sicher. Die müssen die Waffentransfers ja auch irgendwie abwickeln. Ja, Sie gucken so, glauben Sie immer noch, die Taliban häkeln sich die Raketen selber? Und die Schweizer sind da stolz drauf, die stehen auch offen zu, da leiten ja ihren ganzen Namen von ab. Helvetia ist ja von Hehlerei abgeleitet. Und jetzt kommt da so ein Superverbrecher und klaut denen da die Kontodaten und macht denen das Geschäftsmodell kaputt, da wäre ich ja auch sauer anstelle der Schweiz. Ich meine, für uns war es nicht schlecht, ne? Diese Daten-CD war ja großartiger Erfolg. Wann ist eine CD schon vor der Veröffentlichung so wirksam gewesen? Großartig, 10.000 Leute hatten sich schon selber angezeigt, bevor die CD überhaupt gekauft worden war. Da sehen Sie mal die Eitelkeit dieser Menschen, dass die alle geglaubt haben, dass sie auf dieser einen CD vorkommen. Unglaublich. Ich habe sofort gesagt, hätten die gar nicht mehr kaufen sollen, das Geld hätte man schenken können, man hätte nur noch alle paar Wochen einfach nur veröffentlichen müssen, da ist wieder eine CD im Angebot. Diesmal von der Bank so und so, Buchstabe A bis F. Melden Sie an Schalter C, bitte nicht drängeln, ja? Und dann kann man mal gucken, wer Nerven hatte, wer nicht, meine Damen und Herren. Und die Baden-Württemberger waren auch konsequent, die Landesregierung Baden-Württemberg hatte auch eine CD-Angebot bekommen mit Steuerdaten, hat dann gesagt, wir kaufen das nicht. Das war ganz konsequent, die FDP hat gesagt, wir geben doch kein Geld aus, um unsere eigenen Mitgliederlisten zu kaufen. Das ist ja völliger Blödsinn. Die Schweizer sind natürlich wirklich sauer und die Bundespräsidentin der Schweiz hat dann auch gesagt, das wären geklaute Daten, das wäre ja Diebstahl. Und sie hat dann gesagt, wer solche Daten kauft, das wäre geradezu Handel mit Kriminellen. Und das dürfen sie nicht. Da hat die Schweiz ein Patent drauf. Aber das Thema Deutsche und Steuern, da kommt der Bund der Steuerzahler auch noch und veröffentlicht jedes Jahr den Tag des Steuerzahlers. Und da stehen die Menschen wieder vor mir. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten? Nee, da gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Hallo, wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Ja, zum Glück, mit dem Papst ist ja kein Staat zu machen. Wir sind der Staat. Der Finanzminister frisst die Steuergelder doch nicht persönlich auf. Gut, bei den Landesbanken wird schon mal was geschreddert. Aber das meiste verbrauchen Sie immer noch selber. Jeden Tag verbrauchen Sie Steuergelder. Fast alle Ihre Freizeitvergnügungen kosten Steuergelder. Städtische Theater zum Beispiel. Jede Eintrittskarte in städtischen Theatern ist mit 50 Euro pro Sitzplatz subventioniert. Wenn Sie 1200 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie davon 49 Euro Steuern. Gehen Sie einmal im Monat ins Theater, haben Sie die Kohle wieder raus. Das sind Steuern. Jetzt wissen Sie auch, warum Lehrer so oft ins Theater müssen.
Wenn Sie Theater blöd finden, können Sie den ganzen Tag Straßenbahn, Bus oder U-Bahn fahren oder was Ihnen da zur Verfügung steht. Oder glauben Sie etwa, das bezahlt sich durch die Tickets, die Sie da lösen? Wovon träumen Sie eigentlich alle immer nachts? Das sind doch Milliarden Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die nie wieder reinkommen. Das muss da erstmal investiert werden. Ihre Tickets decken nicht mal die laufenden Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Was glauben Sie denn, was die in Köln demnächst für die U-Bahn-Tickets nehmen müssten? Und die Stadt Köln gehört doch noch zu den weitblickenden Kommunen. Ja sicher, Sie wissen doch, die Kommunen nach Westfalen sind da alle vor dem Aus. Der Pleitegeierkreis da überall. Wuppertal hat schon angefangen, Schwimmbäder geschlossen, Bibliotheken geschlossen. Spätestens nächstes Jahr wird 80% der deutschen Kommunen die griechische Fahne hissen. Warten Sie es ab. Und die Kölner haben gesagt, dann machen wir es eben ein bisschen vorausschauend. Wenn wir die Schwimmbäder schließen müssen demnächst, dann legen wir schon mal innerstädtisch ein paar schöne Baggerseen an. Das ist da für jeden frei zugänglich. Und das wird ein Riesenspaß, das wird eine Attraktion, das wird ein Abenteuer, Spaßbad, da können Sie durch Tunnel schwimmen, das wird großartig. Überlegen Sie einmal so am Stadtarchiv vorbeischwimmen. Da hinten schwimmt so eine alte Urkunde neben Ihnen, das ist doch großartig. Wie immer natürlich, wenn so eine ganz furchtbare Katastrophe die Deutschen erschüttert, dann ist es ja ein Einzeltäter. Da haben wir uns ja auch dran gewöhnt, das ist ja unser grausames Schicksal. Schon der Zweite Weltkrieg, da haben sich ja die meisten Menschen hinterher gefragt, wie hat dieser eine Mann all dieses Elend über uns bringen können? Die berühmte Einzeltäter, das war ja der mit dem einen Schnäuzer. Also, der hat ja Dinge gemacht, das ist die Einzeltäter-Theorie in Deutschland. In Köln war es auch ein Einzeltäter, ein einzelner Polier, haben Sie ja gelesen. Ne? Ein einzelner Polier hat 86% aller Eisenträger, die da verbaut werden sollen, hat er persönlich von der Baustelle geschafft, ja? Ein fleißiger Mann. In der DDR wäre das der Held der Arbeit gewesen. Der hat immer wenn keiner geguckt hat, hat er wieder so einen Eisenträger von der Baustelle gestellt. Tag und Nacht war der unterwegs. Und der hat ja nicht nur in Köln geklaut, der war auch noch tagsüber war der auf der Neubaustrecke München-Nürnberg, war der auch noch unterwegs. Unglaublich, der Mann hat eine Spezialausbildung, der arbeitet ja auch bei Langfinger und Berger. Und ich habe überlegt, wenn die jetzt die Fundamente beim Kölner U-Bahn-Bau noch mal ganz neu gießen müssen, sollte man sich vielleicht mal bei ein paar Leuten erkundigen, die sich mit Fundamenten auch wirklich auskennen. Die Mafia zum Beispiel. Die verfügt da über ein Know-how. Ich glaube, die können Fundamente viel sicherer gießen. Man muss da, glaube ich, auch mal so ein paar wichtige Leute mit einbinden. Ich bin der festen Überzeugung, so ein ehemaliger Oberstadtdirektor gibt es in einem Fundament einen ganz anderen Halt. Und wenn Sie dann vielleicht noch so einen von einer Baufirma oder einen Investmentbanker zur Bewährung mit einarbeiten, dann wäre das. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr sind gigantisch. Und natürlich brauchen wir dafür Steuergelder. Als die Verkehrsbetriebe Berlin den letzten großen Streik hatten, hat die Stadt Berlin am Tag 1 Million Euro Steuergelder gespart. Am Tag! Wir haben gesagt, können wir noch ein bisschen streiken, wir sind so klamm in Berlin. Man hätte Berlin entschulden können, wenn die lange noch gestreikt hätten. Ja, das hätte 600 Jahre gedauert, aber man muss doch mal anfangen. Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden jedes Jahr nach wie vor 80 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Wir könnten hier 3-mal im Jahr Griechenland retten, wenn allein schon die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten, meine Damen und Herren. Aber bei uns werden ja nicht die Reichen gejagt, hier werden nicht. Nein, der Deutsche hat noch nie Krieg gegen die Paläste geführt. Wir führen Krieg gegen die Hütten. Das ist das, wo der Mut zu reicht in Deutschland. Das ist unsere Spezialität. Wir trampeln immer auf denen rum, die eh schon so am Boden liegen, dass sie nicht mehr wehren können. Das ist die Tradition in diesem Land. Und das ist die zweite Kampagne der Bild-Zeitung. Florida Rolf. Oder hier jetzt Arno Düvel, der faulste Arbeitslose Deutschlands. Da wird er drauf rumgetrampelt, da wird durch die Manege gezerrt. Und das ist die Methode Deutschland, meine Damen und Herren. Ja klar. Wenn Sie im Land des brutalstmöglichen Aufklärers Roland Koch als Finanzbeamter ein paar Reichen zu sehr auf die Füße treten, dann werden Sie für bekloppt erklärt. Sie kriegen keine Belohnung, Sie werden für bekloppt erklärt. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Nein, die haben diese 4 Leute zum Psychiater geschickt und haben die berufsunfähig schreiben lassen. Querulanten wären das. Weil die permanent Reiche prüfen wollten, hätten die Hartz-IV-Empfänger gejagt, dann wären die belobigt worden. Das ist Deutschland, das haben wir drauf, meine Damen und Herren.
Das ist die deutsche Leitkultur, nach oben buckeln und nach unten treten. Und das hat Tradition und das bedient der Westerwelle auch. Die Wut der Menschen, die für ihre Arbeit zu schlecht bezahlt werden, wird bei uns nie auf die gelenkt, die ihnen den gerechten Lohn vorenthalten. Die Wut dieser Menschen wird immer gelenkt auf die, die überhaupt nichts haben, die eh schon im Dreck sitzen. Das ist die Methode Deutschland, das ist die Methode Westerwelle, aber auch die Methode der SPD. Die SPD hat sich da immer noch beteiligt. Ja klar, wenn ich arbeite, brauche ich Essen. Oder soziale Hängematte, den Begriff hat Willy Brandt mal eingeführt. Darf ich mal Helmut Schmidt zitieren, unseren alten Weltökognom? 1980 als Bundeskanzler, Helmut Schmidt wörtlich: Das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Ja, die Unterschicht ist überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen jetzt nicht die Pensionen der Politiker. Das ist in der Form von Unterschicht, aber keine Überversorgung. Man kann auf verschiedene Arten minder bemittelt sein. Ich meine, man leistet uns ja nur mehrere Ministerpräsidenten aus dem intellektuellen Prekariat. Aber das ist keine Überversorgung. Auch die Gehälter von Spitzenmanagern, das ist doch keine Überversorgung. Das ist doch leistungsgerechte Bezahlung. Das ist doch freie Wirtschaft. In der freien Wirtschaft wird immer eine Leistung bezahlt, das wissen Sie doch. Deshalb muss da alles privatisiert werden. Die Beamten kriegen ihr Geld ja einfach so. Aber in der freien Wirtschaft, da wird immer eine Leistung bezahlt. Wenn der Ruhrkohle-AG-Konzern, wenn die RAG, der Landtagspräsident, der Frau van Dinter, für 6 Stunden Arbeit 30.000 Euro bezahlt, dann ist das leistungsbezogen. Da hat die was geleistet. Sie wissen auch nicht was, sie weiß das wahrscheinlich selber nicht. Aber es wird schon was sein. Das sind Stundenlöhne, da sitzen Edel-Callgirls da und fragen sich, was hat die drauf, was ich nicht habe. Freie Wirtschaft, immer leistungsbezogen. Auch die Wahnsinnsprämien, wo sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat. Hat er ja nicht, er kriegt es ja einfach nur. Aber es ist leistungsbezogen. Ja, klar, das haben die da erklärt. Die haben das im Ackermann-Prozess damals vor Gericht erklärt. Der Ackermann-Prozess, der ist doch sogar nochmal wiederholt worden, wegen des großen Erfolges in Düsseldorf. Die waren so scharf damals, wissen Sie noch? Die sind in die Revision gegangen. Wir kriegen die dran, wir kriegen die dran. Und mitten im zweiten Prozess war dann plötzlich wieder Schluss. Und dann sieht man, wir leben doch in einem Rechtsstaat. Ist das nicht beruhigend? Wir leben in einem Rechtsstaat, wenn Sie Geld genug haben, um vernünftige Anwälte bezahlen zu können. Dann leben Sie im Rechtsstaat, denn es ist so, Sie haben das Recht auf angemessene Vertretung auch im Revisionsverfahren. Und die beiden Spitzenanwälte, die Ackermann und Esser rausgeboxt hatten in der ersten Instanz, hatten gar keine Zeit für den zweiten Prozess, hatte keiner mit der Revision gerechnet. Diese beiden Leute waren schon wegengagiert in München bei Siemens zu dem Zeitpunkt. Und es gibt nur ganz wenige Anwälte in Deutschland, die auf diese Form von Organisiertem, also die jetzt spezialisiert sind, um in so einer Situation... Der Prozess muss jetzt zu Ende gebracht werden, irgendwie. Und dann werden die Juristen plötzlich unglaublich kreativ. Haben die den 10. Teil aus der Bibel wieder eingeführt? Haben Sie das mitbekommen? Einfach so pauschal, ne? Der Esser von Mannesmann, der hat 10% von seiner Beute, Prämie, sag mal. Er hat ja 15 Millionen Euro Prämie bekommen, davon hat er 10% Strafe bezahlt. 1,5 Millionen Euro Strafe hat der Esser bezahlt von Mannesmann. Davon hätte er sich eine komplette FDP kaufen können, überlegen Sie mal. Nur, was tun Sie auch damit? Das ist ja die Frage. Ja, Sie dürfen sie ja nicht zu Hause an der Wand hängen, sonst würden wir ja mal zusammenschmeißen, ne? Die Juristen können sehr kreativ sein, ja. Es gibt ja auch Situationen, wo man sofort ahnt, worauf es hinausläuft. Sie wissen, die erste Daten-CD vor 2 Jahren, da hatten sie einen am Zumwinkel. Da habe ich sofort gesagt, den können die gar nicht einsperren. Nein, der Zumwinkel, der hat eine Rente von 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Wir hatten damals schon Wirtschaftskrise. Ich bitte Sie, der Mann ist ein zweibeiniges Konjunkturprogramm, den können Sie doch nie wegsperren. Die Kohle hätte er im Knast niemals ausgeben können. Das können Sie vergessen. So viel Drogen können die Wärter nicht ranschaffen. Das ist... Und der Zumwinkel hatte eine schöne Idee. Da muss man auch mal neidlos anerkennen können. Der Zumwinkel hat sich seine Rente 20 Jahre lang im Voraus auszahlen lassen. Auf einen Schlag. Ja, der hat gesagt, ich bin jetzt 65. Ich schätze, ich werde 85. Gib mir 20 Millionen, dann sind wir quitt. Wenn ich länger lebe, ist mein Problem. Auf die Idee hätten Sie ja auch mal kommen können. Nur wenn Sie jetzt natürlich zur Rentenanstalt laufen und sagen, hören Sie mal, dann sagen die, da war schon einer, vergiss das mal. Also. Wobei, wir wollen fair bleiben, der Zumwinkel ist ja nicht bei der Rentenanstalt, der liegt ja nicht im Sozialversicherungssystem auf der Tasche. Der Zumwinkel hat eine Betriebsrente von der Post. Das ist eine kleine Standardbetriebsrente von der Post, das haben die da alle. Und das zahlen Sie als Postkunde, zahlen Sie das direkt. Wohlfahrtsmarken, kennen Sie doch alle. An der Rente von Zumwinkel werden Sie noch lange lecken, das kann ich jetzt schon sagen.
es ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen, weil der Zumwinkel, der wäre ja wirklich eingesperrt worden, aber er hatte dann am Ende doch zu wenig Steuern hinterzogen. Er hatte sogar genug Steuern hinterzogen, aber im falschen Zeitraum. Es war ganz, ganz kompliziert. Sie müssen bei der Steuerhinterziehung Fristen einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Land. Mich hat das mit den 10% sehr fasziniert. Ich habe überlegt, wir müssen die Strafverfolgung mal völlig auf neue Beine stellen. Da ist ja vieles total aus dem Ruder gelaufen. Heute ist die Strafverfolgung in sich oft teurer, als was Sie bei der Straftat da an Schaden eingerichtet haben. Nehmen Sie Banküberfall. Was können Sie heute aus einer normalen Bankfiliale auf einen Schlag noch rausholen? Ich weiß nicht, wann Sie das zuletzt versucht haben. Die haben doch kein Panzerglas mehr. Alles ist doch offen in den Banken inzwischen, seit Jahren. Offene Schalter und dann diese Aufkleber. Unsere Tresore sind zeitschlossgesichert. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben wir keinen Einfluss drauf. Wenn Sie größere Beträge abheben wollen, müssen Sie davor Bescheid sagen. Das ist für einen Banküberfall extrem unpraktisch. Ich gehe auch so nicht mehr gern zur Bank, ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Schon seit anderthalb Jahren, seitdem die Krise angefangen hat, ich habe immer Angst, dass ich reinkomme und die sagen, nee, heute ist ungünstig. Das ist es wird der Tag kommen, da steht so ein Schnösel vor mir und sagt, wir haben Ihr Geld an Griechenland verliehen. Das ist, wenn da noch mal was kommt, dann melden wir uns. Kommen Sie nicht jeden Tag fragen. Also. Ich bin doch noch bei der Commerzbank, das ist der reinste Albtraum. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Bin ich jetzt Besitzer, bin ich Kunde, das ist furchtbar. Ich habe noch nie so viele Angestellte gehabt, ich kann da nicht mit umgehen. Ich bin sehr unglücklich, ehrlich. Ich habe diese Commerzbank gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich immer, dass es ein Schnäppchen war. Ja, 18 Milliarden Euro für die Commerzbank, also das ist ja eine Bank von der Restaurantrampe quasi. Für 18 Milliarden Euro haben wir Steuerzahler einen 25%igen Anteil der Commerzbank erworben. Von den 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresdner Bank gekauft. Das war auch so ein Schnäppchen, weil die Dresdner Bank hat nur etwa 60 Milliarden faule Kredite in ihren Büchern. Deshalb hat die Allianz die Dresdner so ungern hergegeben. Aber weil ihr es seid. Von dem Tag an, wo die Commerzbank die Dresdner für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die zusammen an der Börse noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war, oder? Und diese Leute wollen mir Angst machen vor sozialistischer Misswirtschaft. Das ist wirklich komisch, oder? Also wenn Sie heute eine Bank überfallen, sagen wir mal so, wenn Sie da 8.000 Euro rausholen, haben Sie den Zeitschloss-Jackpot geknackt. Die letzten beiden Banküberfälle in Düsseldorf, von denen ich gelesen habe, waren jeweils 2.000 Euro Beute. Das ist doch peinlich, sowas. Da können Sie in Düsseldorf besser auf der Köhen Parkautomaten knacken. Selbst wenn Sie die 8.000 Euro erbeute, wird die Bank Sie doch laufen lassen. Das ist doch kein Schaden für so eine Bank. Wachen Sie doch bitte mal auf. Das sind doch ganz andere Milliardensummen, die da verplempern. Das ist, als wenn Sie beim Gemüsehändler vorbeigehen, den Apfel klauen. Da rennt doch keiner hinter Ihnen her, da ruft die Polizei. Da ruft er einmal laut, Scheiße, du Arsch, und dann war's gut. Und die Bank wird sich sehr viel gepflegter ausdrücken. Die Bank würde sagen, wenn Sie mit der Beute das Gebäude bitte gesittet verlassen könnten, wären wir Ihnen alle sehr verbunden. Das Schlimmste für die Bank wäre, Sie ballern noch ein bisschen rum, treffen Sie eine Marmorsäule, haben Sie schon mehr Schaden angerichtet. Nur, die Bank muss nach dem Überfall die Polizei rufen. Und dann nimmt das Elend doch erst seinen Lauf. Bis dahin war doch alles in Ordnung. Aber jetzt kommt die Bullerei. In den weißen Schutzanzügen mit den Wattestäbchen. Spurensicherung, DNA, doof nach Ansage. Das hätte ja das Phantom sein können, das muss da überprüft werden. Das war eine Meisterleistung unserer Polizei, oder? Das Phantom, das war großartig. Eine 43-köpfige was heißt eigentlich köpfig? Das ist ja auch Blödsinn in dem Sinne. Eine 43-hälsige Sonderkommission der deutschen Polizei hat 2 Jahre lang das Phantom gejagt. 2 Jahre lang. Und die Frau hat es aber auch doll getrieben, muss man ehrlich sagen. Die hat ja manchmal, hat die ja morgens um 8 in einer Schrebegartenanlage 2 Spaten geklaut. Und hat dann 4 Stunden später, 600 Kilometer entfernt, 2 Leute über den Haufen geschossen. Auf einer Raststätte. Einfach so. Das muss die Schwester von dem Polier aus Köln gewesen sein.
die hat es am Schluss so doll getrieben, am Ende haben sogar die Bullen gemerkt, das müssen zwei sein. Das kann ja nicht. Also die Polizei sperrt die Filiale ab. Einen ganzen Tag lang wird ermittelt. Da kann die Bank einen Tag lang keine Geschäfte machen. Da haben die schon mehr Verlust gemacht, als sie überhaupt geklaut haben. Dann werden sie von der Polizei gejagt, das kostet uns Geld. Und wenn wir Pech haben, dann werden sie noch geschnappt. Ja klar, wenn wir Pech haben, weil da kommen sie noch vor Gericht, das kostet uns nochmal Geld. Wissen Sie, was so ein Prozess kostet? Und so ein Banküberfall, das geht auch nicht so schnell wie ein Skiunfall. Das sind Sachschäden, das muss ordentlich verhandelt werden. Das ist bei den Angehörigen des Geldes schuldig. Dann werden sie eingesperrt, das kostet uns nochmal Geld. Das Ganze kostet ein Vielfaches von dem, was sie da ursprünglich geklaut haben. Für alle im Land wird das sehr viel angenehmer, einfacher und auch wirtschaftlicher, wenn sie nach so einem Überfall einfach pauschal 10% der Beute auf so ein Hilfskonto für die Landesbanken überweisen würden. Sie können natürlich auch ganz unbürokratisch beim Überfall 10% auf der Theke liegen lassen und sagen, stimmt so. Oder sagen wir es ganz anders. Hätten wir schon vor Jahren systematisch angefangen, die Banken zu überfallen, hätten wir einen Teil unseres Geldes in Sicherheit bringen können, meine Damen. Aber ich war noch bei der Überversorgung. Das sind ja auch Gehälter, das kann man überhaupt nicht mehr verstehen. Sehen Sie, das war früher bei der Top-Job der deutschen Industrie, Daimler. Daimler Chrysler dann, Jürgen Schremp. Das war der Spitzenmann da. Der hat in 10 Jahren, hat der Schremp 80 Millionen Euro verdient. Das ist schon sehr viel Geld. Da gehen Sie etwa 1330 Jahre für arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Da sehen Sie auch, was der Schremp alles weggearbeitet hat. Ne? Das ist ja leistungsbezogen. Ist doch klar. So, der Wiedeking, der bei Porsche anschaffen war, der kann arbeiten. Oh. Boah. Der Wiedeking, der hat mal in einem Jahr 100 Millionen Euro verdient. In einem einzigen Jahr. Da hat der Schremp so einen Hals gekriegt. Also überlege ich ja, wie lange er dafür arbeiten war. Das sind auch Schicksale. Im Jahr drauf hat der Wiedeking nur 70 Millionen Euro verdient. Hat seine Frau auch gesagt. Hast du auf der faulen Haut gelegen? Mach mal jetzt wieder los. Aber das sind doch diese Top-Manager, meine Damen und Herren. Und ich habe gelesen, wir müssen diese Top-Manager eben auch top bezahlen, sonst bringen die diese kreativen Leistungen noch gar nicht. Das sind ja Spitzenleute, das ist ja die Elite der deutschen Wirtschaft. Die haben ja auch Ideen, da kommt doch sonst keiner drauf. Unter Wiedeking hat Porsche am Schluss mehr Gewinn gemacht als Umsatz. Das müssen Sie mal mit Brötchen versuchen. Das ist ein großartiges Konzept gewesen. Die haben ja nur noch spekuliert. Nicht? Am Schluss war ja Porsche ein Hedgefonds, der durch die Produktion von Autos behindert wurde. Der Wiedeking hat ja mit diesen VW-Aktienspekulationen, hat er das ganze Geld mitgemacht. Eine Milliarde hat er allein mit den VW-Aktien erspekuliert. Natürlich, der hat das nicht mit eigenem Geld gemacht, auch nicht mit Geld von Porsche. Das machen sie ja so. Es geht ja keiner mit eigenem Geld an die Börse. Sind Sie verrückt? Das kann man doch verlieren. Die Hedgefonds setzen auch kein eigenes Geld ein. Die leihen sich das. Das machen Sie ja, wenn Sie auf die Rennbahn gehen, auch. Sie nehmen ja kein Geld mehr auf die Rennbahn, das Ihnen gehört. Das kann ja weg sein. Wenn Sie einen todsicheren Tipp für die Rennbahn haben, gehen Sie zu einem Kumpel, sagen Sie mal, todsicheren Tipp, kannst du mir die Kohle leihen, wir teilen hinterher. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Können Sie hinterher immer noch sagen, der Tipp war so todsicher, das Pferd ist gestorben. Das ist dann. Ne? Und so machen die das an der Börse auch. Alles mit geliehenem Geld, ja. Und der Wiedeking, der kann es aber. Der hat gewonnen bei der ganzen Zockerei. Der hat die alle über den Tisch gezogen. Der hat die Banken über den Tisch gezogen. Der hat die anderen Hedgefonds über den Tisch gezogen. Der hat die Mitspekulanten aufs Kreuz gelegt. Die Aktie schoss auf 1000 Euro hoch und dann wieder runter. Und keiner wusste, was los war. Und der Wiedeking hat sich im Hinterzimmer die Hände gerieben. Und dann hat es ihm irgendwann aufgefallen, scheiße. Ich habe die Banken mit genau dem Geld aufs Kreuz gelegt, das ich von denen geliehen hatte. Und dann ist es bei der Anschlussfinanzierung zu sehr unschönen Situationen gekommen. Man kann sich da so richtig vorstellen, wie der Banker sagt, ach Wiedeking, Sie brauchen das Geld, mit dem Sie uns verarscht haben, noch ein bisschen länger. Ja, dann machen Sie doch mal einen konstruktiven Vorschlag. Von welcher Klippe wollen Sie denn springen? Großartiges Konzept. Aber das sind eben die Top-Leute. Das ist ja nicht nur hier bei der Autoindustrie, hier auch bei den Banken, da sind spitze Leute unterwegs. Zum Beispiel hier HSH Nordbank, kennen Sie die? Da ist ein gewisser Herr Nonnenmacher an der Spitze. Nonnenmacher an sich auch ein sehr schöner Name. Und ich habe mich immer gefragt, wo die herkommen. Und
Ja, der muss da so einen Hobbykeller zu Hause haben. Es gibt Gerüchte, dass der Mixer sich dahin verkrochen haben soll. Jedenfalls, der Nonnenmacher, der hat die HSH Nordbank in leitender Funktion mit in die Scheiße geritten und hat dann einen Bonus von 1,4 Millionen Euro verlangt, damit er weitermacht. Sehen Sie, das muss man drauf haben. Das ist Chuzpe. Sonst werden Sie in diesem Land nicht akzeptiert in der Wirtschaftselite. Da können Sie lernen. Also gehen Sie morgen zu Ihrem Chef und da kacken Sie ihm vor den Schreibtisch. Und dann kommt sie erst. Dann verlangen Sie einen Bonus dafür, dass Sie noch einen Haufen daneben setzen. Dann werden Sie akzeptiert. Das ist Deutschland. Das sind die Spitzenkräfte, die wissen, was auf uns zukommt, die mit den Visionen. Es gibt natürlich auch Visionäre in den Ministerien, wir wollen das nicht verschweigen. Arbeitsminister in Berlin, die haben mal ausgerechnet, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Das können die ausrechnen. Ja, das tun die auch. Da gucke ich Tagesschau, da liest er mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Dann denke ich, oh, jetzt habe ich Planungssicherheit, das ist ja auch mal schön. Ich war so ein bisschen sauer, dass er den Wetterbericht von 2015 nicht auch mit durchgegeben hat. Bis dahin müsste der Kachelmann noch wieder draußen sein. Sagen Sie, was hat das alles noch mit Nachrichten zu tun? Der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050. Bitte, was hat das mit Journalismus zu tun? Die ganzen Wirtschaftsmeldungen, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Es ist ein Elend. Da haben Sie jetzt gerade das Gutachten von diesen Frühjahrsweisen. Ne? Okay, das ist ja zweimal im Jahr, die Frühjahrsweise und die Herbstzeitlosen. Die machen zweimal im Jahr, machen die ein Gutachten. Seit 40 Jahren. Das hat noch nicht einmal gestimmt. In 40 Jahren hat das noch nicht ein einziges Mal gestimmt. Selbst wenn die das auswürfeln würden, müsste irgendwann aus purem Zufall, also spätestens in dem Jahr, in dem Schalke Meister wird, müsste das ja mal zutreffen. Es ist ein Elend. Hier, IFO-Geschäftsklimaindex, kennen Sie das? Wird jeden Monat veröffentlicht. Immer Top-Thema in den Nachrichten, in den Zeitungen. IFO-Geschäftsklimaindex, dann heißt es immer, das ist ein ganz wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer, kennen Sie? Da klopft man so drauf, da macht der Zeiger so brrrr. IFO-Geschäftsklimaindex, wissen Sie, was das ist? Die Mitarbeiter des IFO-Institutes München telefonieren einmal im Monat mit 7000 ausgewählten Unternehmern in Deutschland und fragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Jahr. Die fragen nicht, wie war es oder wie ist es, die fragen, was glaubt ihr, wie wird es? Also die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Was wird der Unternehmer sagen? Ja, ja. Oder ach, ja, doch. Daraus errechnen die einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Und dann steht in Ihrer Zeitung, achten Sie drauf, es kommt nächsten Monat wieder, da steht in Ihrer Zeitung, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Das heißt, es gibt auch noch Experten in diesem Land, die werden dafür bezahlt, dass sie erwarten, was denn wohl die anderen erwarten. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind, meine Damen und Herren. Wirtschaftsexperten, da haben Sie intelligentere Lebensformen auf Ihrem Duschvorhang zu Hause. Der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050, wie hirntot muss man sein, um sowas auszurechnen? 2050, wer weiß denn, was in 40 Jahren ist? Wer weiß denn, was in 30 Jahren ist? Sind 15 Jahre für Sie ein überschaubarer Zeitraum? Denken Sie mal 15 Jahre zurück. Wie viele Ehen waren das? Im Schnitt 4. In deutschen Großstädten hält eine Ehe statistisch gesehen nur 4 Jahre. Er guckt ganz entsetzt, er liegt schon drüber hier. Na ja. Da rechnet einer unter Tränen aus, wenn er nicht mehr müsste, wenn er rechtzeitig nach Bonn reingezogen wäre.
15 Jahre ist ein Zeitraum, der ist so lang, da kann die Welt sich komplett verändern. 15 Jahre, so lange war nicht mal das tausendjährige Reich. Kohl war länger als das tausendjährige Reich. Nicht nur gefühlt. Nehmen wir noch mal 15 Jahre aus unserem Leben. Wir brauchen einen Startpunkt für die 15 Jahre. Nehmen wir 1990, da können wir uns alle daran erinnern. 1990 ist doch unser Jahr gewesen. Wir waren frisch wiedervereinigt. Diese Euphorie, diese Aufbruchstimmung, das können Sie doch noch zurückholen. Wir waren ganz oben. Jetzt geht's los. Unser deutsches Yes, we can. Können Sie das, ne? Jetzt, meistens geht's nach hinten los. Aber jetzt geht's los. 1990, ein Freudentag. Wir waren sogar Fußball-Weltmeister 1990. Also richtig, nicht bei den Frauen. Und wir waren... Den Protest habe ich aber auch schon engagierter gehört. Franz Beckenbauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs, stand damals auf dem Rasen in Rom und sagte im Brust der Überzeugung, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein, wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Dann kam Berti Vogts. Das ist die Lehmann-Bank unter den Trainern. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, da sollten wir uns jetzt schon große Sorgen um Cindy aus Marzahn machen. Wobei, die und Westerwelle wäre das Traumpaar, oder? Da wäre er wie Arsch auf Eimer. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Kollege, ich kenne Legoland. Aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Das war doch alles noch der Russe, wissen Sie noch? Der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Kenne die jungen Menschen gar nicht mehr, ne? Sitzen junge Menschen, grinsen so höflich vor sich hin. Was will der alte Mann denn jetzt schon wieder? Kennen Sie diesen Blick von jungen Menschen, wenn die so leicht die Augen verdrehen und denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Kennen Sie, ne? Ja. Ich kenne diesen Blick, ich habe vor kurzem selbst auch so geguckt. Über Nacht bin ich so alt, ich beginne zu begreifen, wie mein Opa sich gefühlt haben muss, wenn er aus dem Krieg erzählt hat. Und der hat aus dem Ersten erzählt. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Wenn ich aus meiner Studienzeit erzähle, das ist, als wenn ich aus dem Schützengraben berichte. Da sehen meine Neffen imaginäre Panzer durchs Bild rollen. Das glaubt mir keiner, wie wir gelebt haben. Wir hatten noch Schreibmaschinen, die hatten nicht mal Stromanschluss. Wissen Sie noch, was eine Matrize ist? Ja. So eine Art iPad. Ja, ja. Also. Mit Turbo. Ja. Wenn ich, ja, sagt man noch Gesicht bei sowas, ich weiß es nicht. Wenn ich Thilo Sarrazin und Roland Koch sehe, frage ich mich jedes Mal, warum muss die Ästhetik der Gedanken so entsprechend sein? Aber es ist ja auch... Aber Roland Koch hat das da auch gesagt mit den Hartz-IV-Empfängern. Monate vor dem Westerwelle. Da hat er gesagt, die Hartz-IV-Empfänger haben sie angenehm eingerichtet in ihrem Leben, ist ja alles wunderbar. Der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die schon offen stehen. Mehr traut er sich doch ja nicht. Das ist so der Witz an der ganzen Sache. Und der Münte hat damals an demselben Abend, in derselben Tagesschau, in der die Unterschicht entdeckt hatten, da hat er gesagt, es gibt keine Schichten in Deutschland. Da war das Thema für den durch. Der Münte lebt nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag, der spricht nur eine ganz eigene Sprache, das haben Sie aber bestimmt schon mal gehört, Kauderwelsch. Der hat gesagt, ich sage nicht Unterschicht, denn es ist diskriminierend, ich sage Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Und das ist elegant formuliert. Sehen Sie, so wollen wir das haben. Das ist der politische Diskurs, wie wir ihn führen wollen. Wir sagen nicht mehr Idioten, wir sagen bildungsferne Schichten. Da steckt das Wort Bildung noch drin. Man kann mal winken von Weitem. Das ist eine schöne Sache. Wir sagen demnächst auch nicht mehr Arme, wir sagen einkommensferne Schichten.
Kennst du das neue Wort für anständig? Schweizfern. Okay, der war von mir, aber hier ist noch ein ganz neuer. Den hat mir ein Sozialarbeiter geschickt, ich kriege viele Mails. Herr Bisper schrieb, das interessiert Sie vielleicht. Wir sagen nicht mehr verhaltensauffällige Kinder, wir sagen verhaltensoriginelle Kinder. Und schöner kann man Guido Westerwelle wirklich nie beschreiben, meine Damen und Herren. Der Westerwelle hat etwas geschafft, das hat natürlich noch keiner vor ihm geschafft, muss man mal fairerweise dabei sagen. Der Westerwelle hat es geschafft, im Amt des Bundesaußenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war. Das hat noch nie ein Politiker geschafft. Alle sind als Außenminister automatisch immer beliebter geworden. Nur der Westerwelle, der ist mit den Beliebtheitswerten eines Blinddarms gestartet. Ja, er hat den Fußpilz längst hinter sich gelassen. Das ist eine Leistung, die können Sie ihm nicht mehr nehmen. Er wird damit in die Annalen eingehen, das lässt sich nicht verhindern. Ich glaube, das Wort müssen Sie nochmal nachschlagen. Ja, also. Man kann dem Westerwelle auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Sehen Sie, der Mann redet davon spätrömischer Dekadenz. Woher soll der wissen, was das ist? Bitte, das muss man auch mal berücksichtigen, der Hintergrund. Der Westerwelle hat Jura studiert. Woher soll der irgendwas wissen? Ja, Jura, das kann jeder studieren. Da gibt es keinen NC, da gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Da kann jeder rein, der durch die Tür auf zwei Beinen gehen kann. Ja, das ist das alte Sprichwort, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Das ist, und es ist bei Westerwelle auch keine Frage von spätrömischer Dekadenz, sondern von frühliberaler Demenz. Das ist das Problem von Westerwelle. Ja, unser Vize kann es nicht. Er, inhaltlich haben sie ihn gar nicht kritisiert. Das war das Verrückteste an der ganzen Diskussion, oder? Die Kanzlerin hat sich inhaltlich nicht von Westerwelle distanziert. Die Kanzlerin hat nur gesagt, das ist nicht mein Duktus. Das können Sie dann zusammen mit Annalen nachschlagen. Das ist nicht mein Duktus auf Deutsch, ich hätte es anders gesagt. Also es kommt eben auch darauf an, wie man es sagt. Was man sagt, ist inzwischen gar nicht mehr so wichtig, sondern wie man es sagt. Die Form ist in Deutschland immer wichtiger als der Inhalt. Ich habe mir das jetzt auch sagen lassen. Ich sage seit Jahren mit Begeisterung immer Arschloch und man hat mir jetzt mehrfach gesagt, ich soll das nicht mehr tun. Das wäre wirklich nicht. Ich meine, es gibt die Leute ja nun mal. Und ich habe auch keinen richtig guten Ausdruck stattdessen gefunden. Aber ich experimentiere jetzt ein bisschen rum. Jetzt sage ich im Moment immer, Sie unappetitliche Körperöffnung, Sie. Ja, es hat nicht dieselbe Kraft, aber man gewöhnt sich vielleicht auch dran. Man gewöhnt sich ja an vieles. Wir haben uns an viele Begriffe gewöhnt, die wir jetzt völlig verrückt fanden. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Ja, wenn man ein bisschen wartet, fangen immer einige Frauen an zu nicken und zu grinsen. Und die Hausfrauenhalter. Die moppern so ein bisschen vor sich hin. Ne? Kann man so nicht sagen. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und deshalb sagen wir jetzt auch nicht mehr raffgieriges, asoziales Pack. Wir sagen Spitzenmanager. Und für den Unterschied gibt es einen Ausdruck, der ist völlig neu, das ist das Prekariat. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck, den müssen Sie lernen. Prekariat muss man sagen, damit diese Menschen nicht merken, wenn wir über sie sprechen. Sonst ist er diskriminierend. Jedenfalls, diese Leute, die wirklich nichts haben, die jammern doch gar nicht, oder? Hören Sie die Hartz-IV-Empfänger jammern? Davon gibt es 6 Millionen in Deutschland inzwischen. Die hören Sie überhaupt nicht, ne? Die sind ganz ruhig. Die haben sich abgefunden mit ihrem Elend und ihrem Schicksal. Die Hartz-IV-Empfänger haben inzwischen auch begriffen, um die geht es hier nicht in diesem Land. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Die könnten hier was auf die Beine stellen. Was meinen Sie, wenn die hier permanent demonstrieren? 6 Millionen Leute, die hier jeden Tag Demonstrationen abhalten. Wissen Sie, was dann los wäre? Da hätten Sie Verkehrsbehinderungen. Da sehnen Sie sich nach der Vulkanasche zurück. Aber diese Leute sind ruhig. Die Kinder von diesen Leuten wachsen auf und sagen schon mit 10 Jahren, ich werde Hartz IV. Da ist das Leben schon vorbei, bevor es angefangen hat. Und jetzt hat unsere neue Arbeitsministerin, Frau von der Leyen, gesagt, sie fände den Hartz-IV-Begriff so negativ besetzt, sie will da jetzt einen neuen Ausdruck für finden. Also nicht die Situation der Leute verbessern, sondern es netter nennen. Und sie hat eine Findungskommission, die suchen jetzt einen neuen Begriff, wahrscheinlich kriegen demnächst Uschi 2. Also,
Aber diese Leute demonstrieren nicht, sie sind ruhig, die gehen noch nicht mehr wählen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wir haben noch 70% Wahlbeteiligung gehabt bei der letzten Bundestagswahl. 70%. Das untere Drittel geht nicht mehr wählen. Warum denn auch? Warum sollen diese Leute wählen gehen? Wozwischen sollen die sich denn entscheiden? Bei der letzten Bundestagswahl hatte die FDP gesagt, wir machen keine Ampel. Die Grünen haben gesagt, wir machen kein Jamaika. Und die SPD hatte gesagt, wir machen keine Koalition mit der Linkspartei. Es konnte also nur Schwarz-Gelb geben oder weiter Schwarz-Rot. Das stand zur Wahl bei der letzten Bundestagswahl. Bitte, warum soll ein Hartz-IV-Empfänger sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden? Erklären Sie mir das mal. Wollen Sie jetzt Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Was macht das denn für den Hartz-IV-Empfänger für einen Unterschied? Was wollen Sie einem Hartz-IV-Empfänger Angst vor Schwarz-Gelb machen? Rot-Grün hat doch diese ganzen Gesetze gemacht. Was kann der Westerwelle denn noch wegnehmen, Hartz-IV-Empfänger? Nix. Die SPD hat den doch schon alles weggenommen. Diese Leute haben sie abgefunden. Nein, jammern tun in Deutschland die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf was verzichten zu müssen. Die jammern ja traditionell in allen Zeitungen. Der Spitzensteuersatz ist immer noch zu hoch. Das ist aber auch wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann und Dieter Bohlen zu kaufen. Aber das Thema Steuern und Deutsche, das passt einfach nicht zusammen. Sie können das vergessen. Der Deutsche fühlt sich grundsätzlich ausgezogen von seinem eigenen Staat. Hat er wieder Bild-Zeitung gelesen? Dieses Drecksblatt, das so widerlich ist, dass man toten Fisch beleidigt, wenn man ihn drin einwickelt. Die machen immer. Die machen immer Kampagnen, immer Kampagne für den kleinen Mann. Ja, ja, Bild kämpft für sie, ne? Ja, Bild kämpft für den kleinen Mann. Und da kommen die Schlagzeilen, die Staatsquote, wie der Staat uns alle ausnimmt. Jetzt hier, wir sind wieder Europas Deppen. Für alles Geld, da nur nicht für Steuersenkungen, ne? Ja, ja, die Steuern müssen gesenkt werden. Wann senkt ihr endlich die Steuern? Der Deutsche ist besessen von Steuersenkungen. Selbst Leute, die gar keine Steuern zahlen, sind der Meinung, die Steuern müssen gesenkt werden. Und bei der letzten Bundestagswahl haben die Deutschen ernst gemacht. 15% der Deutschen haben die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Und die FDP ist dran gekommen. Und sie hat Wort gehalten. Sie hat die Steuern gesenkt und ist bei den Umfragen auf 8% abgestürzt. Was ist denn da passiert? Kann ich Ihnen sagen. Die Hälfte der FDP-Wähler hat begriffen, Scheiße, ich habe gar kein Hotel. Wobei natürlich eine schöne Idee, den armen Hotels 1 Milliarde Euro im Jahr zu schenken. Ne? Ist ja nicht einmalig, ist ja jedes Jahr jetzt. Wir schenken den Hotels jetzt jedes Jahr 1 Milliarde Euro. Wenn wir das Geld hätten, wäre das noch schöner. Wir haben das Geld aber nicht, wir müssen uns das leihen. Wo leihen wir uns das denn wohl? Ja, bei den Griechen bestimmt nicht. Wo leihen wir uns das Geld? Ja, bei denen, die Geld haben. Ne? Wer hat denn Geld? Ja, zum Beispiel die Hotelbesitzer. Sehen Sie jemanden, der der FDP 1,1 Millionen Euro spenden kann und der CSU 900.000 Euro spenden kann, um diese Steuererleichterung zu bekommen, der hat auch Geld genug, um Staatsanleihen zu kaufen und Bundesschatzbriefe. Also von den Reichen leihen wir uns das Geld. Sehen Sie, das ist ja dieser Typ da von Möwenfick da. Pick. Das ist ein bisschen blöd, der heißt Fink und ist von Pick. Das ist, ja, man kommt da schnell durcheinander. Baron von Fink und das ist Möwenpick. Es gibt Namen, da muss man sich unheimlich konzentrieren. Zum Beispiel dieser ehemalige Bischof Walter Mixer. Ja, das sind Namen, die ich mich verhalten soll. Bin ich jetzt Besitzer, bin ich Kunde? Das ist furchtbar. Ich habe noch nie so viele Angestellte gehabt. Ich kann da nicht mit umgehen. Ich bin sehr unglücklich, ehrlich. Ich habe diese Commerzbank gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich immer, dass es ein Schnäppchen war. Ja, 18 Milliarden Euro für die Commerzbank, also das ist ja eine Bank von der Resterampe quasi. Für 18 Milliarden Euro haben wir Steuerzahler einen 25-prozentigen Anteil der Commerzbank erworben. Von den 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresdner Bank gekauft. Das war auch so ein Schnäppchen, weil die Dresdner Bank hat nur etwa 60 Milliarden faule Kredite in ihren Büchern. Deshalb hat die Allianz die Dresdner so ungern hergegeben. Aber weil ihr es seid. Von dem Tag an, wo die Commerzbank die Dresdner für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die zusammen an der Börse noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war, oder?
Und diese Leute wollen mir Angst machen vor sozialistischer Misswirtschaft. Das ist wirklich komisch, oder? Also wenn Sie heute eine Bank überfallen, sagen wir mal so, wenn Sie da 8.000 Euro rausholen, haben Sie den Zeitschloss-Jackpot geknackt. Die letzten beiden Banküberfälle in Düsseldorf, von denen ich gelesen habe, waren jeweils 2.000 Euro Beute. Das ist doch peinlich, sowas. Da können Sie in Düsseldorf besser auf der Köhen Parkautomaten knacken. Selbst wenn Sie die 8.000 Euro erbeute, wird die Bank Sie doch laufen lassen. Das ist doch kein Schaden für so eine Bank. Wachen Sie doch bitte mal auf. Das sind doch ganz andere Milliardensummen, die da verplempern. Das ist, als wenn Sie beim Gemüsehändler vorbeigehen, den Apfel klauen. Da rennt doch keiner hinter Ihnen her, da ruft die Polizei. Da ruft er einmal laut, Scheiße, du Arsch, und dann war's gut. Und die Bank wird sich sehr viel gepflegter ausdrücken. Die Bank würde sagen, wenn Sie mit der Beute das Gebäude bitte gesittet verlassen könnten, wären wir Ihnen alle sehr verbunden. Das Schlimmste für die Bank wäre, Sie ballern noch ein bisschen rum, treffen Sie eine Marmorsäule, haben Sie schon mehr Schaden angerichtet. Nur, die Bank muss nach dem Überfall die Polizei rufen. Und dann nimmt das Elend doch erst seinen Lauf. Bis dahin war doch alles in Ordnung. Aber jetzt kommt die Bullerei. In den weißen Schutzanzügen mit den Wattestäbchen. Spurensicherung, DNA, doof nach Ansage. Das hätte ja das Phantom sein können, das muss da überprüft werden. Das war eine Meisterleistung unserer Polizei, oder? Das Phantom, das war großartig. Eine 43-köpfige was heißt eigentlich köpfig, das ist ja auch Blödsinn in dem Sinne. Eine 43-hälsige Sonderkommission der deutschen Polizei hat 2 Jahre lang das Phantom gejagt, 2 Jahre lang. Und die Frau hat das aber auch doll getrieben, muss man ehrlich sagen. Die hat ja manchmal, hat die ja morgens um 8 in einer Schrebegartenanlage 2 Spaten geklaut und hat dann 4 Stunden später, 600 Kilometer entfernt, 2 Leute über den Haufen geschossen, auf einer Raststätte, einfach so. Das muss die Schwester von dem Polier aus Köln gewesen sein. Die hat es am Schluss so doll getrieben, am Ende haben sogar die Bullen gemerkt, das müssen 2 sein. Das kann ja nicht. Also die Polizei sperrt die Filiale ab. Einen ganzen Tag lang wird ermittelt. Da kann die Bank einen Tag lang keine Geschäfte machen. Da haben die schon mehr Verlust gemacht, als sie überhaupt geklaut haben. Da werden sie vor der Polizei gejagt, das kostet uns Geld. Und wenn wir Pech haben, dann werden sie noch geschnappt. Ja klar, wenn wir Pech haben, weil da kommen sie noch vor Gericht, das kostet uns nochmal Geld. Wissen Sie, was so ein Prozess kostet? Und so ein Banküberfall, das geht auch nicht so schnell wie ein Skiunfall. Das sind Sachschäden, das muss ordentlich verhandelt werden. Das ist man den Angehörigen des Geldes schuldig. Dann werden Sie eingesperrt, das kostet uns nochmal Geld. Das Ganze kostet ein Vielfaches von dem, was Sie da ursprünglich geklaut haben. Für alle im Land wäre das sehr viel angenehmer, einfacher und auch wirtschaftlicher, wenn Sie nach so einem Überfall einfach pauschal 10% der Beute auf so ein Hilfskonto für die Landesbanken überweisen würden. Sie können natürlich auch ganz unbürokratisch beim Überfall 10% auf der Theke liegen lassen und sagen, stimmt so. Oder sagen wir es ganz anders. Hätten wir schon vor Jahren systematisch angefangen, die Banken zu überfallen, hätten wir einen Teil unseres Geldes in Sicherheit bringen können, meine Damen. Aber ich war noch bei der Überversorgung. Das sind ja auch Gehälter, das kann man überhaupt nicht mehr verstehen. Sehen Sie, das war früher der Top-Job der deutschen Industrie, Daimler. Daimler Chrysler dann, Jürgen Schremp. Das war der Spitzenmann da. Der hat in 10 Jahren hat der Schremp 80 Millionen Euro verdient. Das ist schon sehr viel Geld. Da gehen Sie etwa 1330 Jahre für arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Da sehen Sie auch, was der Schremp alles weggearbeitet hat. Ne? Das ist ja leistungsbezogen. Ist doch klar. So, der Wiedeking, der bei Porsche anschaffen war, der kann arbeiten. Oh. Boah. Der Wiedeking, der hat mal in einem Jahr 100 Millionen Euro verdient. In einem einzigen Jahr. Da hat der Schremp so einen Hals gekriegt. Als er überlegt, wie lange er dafür arbeiten war. Das sind auch Schicksale. Im Jahr drauf hat der Wiedeking nur 70 Millionen Euro verdient. Hat seine Frau auch gesagt. Hast du auf der faulen Haut gelegen? Mach mal jetzt wieder los.
Aber das sind doch diese Top-Manager, meine Damen und Herren. Und ich habe gelesen, wir müssen diese Top-Manager eben auch top bezahlen, sonst bringen die diese kreativen Leistungen auch gar nicht. Das sind ja Spitzenleute, das ist ja die Elite der deutschen Wirtschaft. Die haben ja auch Ideen, da kommt doch sonst keiner drauf. Unter Wedeking hat Porsche am Schluss mehr Gewinn gemacht als Umsatz. Das müssen Sie mal mit Brötchen versuchen. Das ist ein großartiges Konzept gewesen. Die haben ja nur noch spekuliert. Am Schluss war ja Porsche ein Hedgefonds, der durch die Produktion von Autos behindert wurde. Der Wedeking hat ja mit diesen VW-Aktienspekulationen, hat er das ganze Geld mitgemacht. Eine Milliarde hat er allein mit den VW-Aktien erspekuliert. Natürlich, der hat das nicht mit eigenem Geld gemacht, auch nicht mit Geld von Porsche. Das machen die ja so. Es geht ja keiner mit eigenem Geld an die Börse. Sind Sie verrückt? Das kann man doch verlieren. Die Hedgefonds setzen auch kein eigenes Geld ein. Die leihen sich das. Das machen sie ja, wenn sie auf die Rennbahn gehen auch. Sie nehmen ja kein Geld mehr auf der Rennbahn, das ihnen gehört. Das kann ja weg sein. Wenn sie einen todsicheren Tipp für die Rennbahn haben, gehen sie zu einem Kumpel, sagen sie mal, todsicheren Tipp, kannst du mir die Kohle leihen, wir teilen hinterher. Dann sind sie auf der sicheren Seite. Können sie hinterher immer noch sagen, der Tipp war so todsicher, das Pferd ist gestorben. Das ist dann, ne? Und so machen die das an der Börse auch. Alles mit geliehenem Geld, ja? Und der Wedeking, der kann es aber. Der hat gewonnen bei der ganzen Zockerei. Der hat die alle über den Tisch gezogen. Der hat die Banken über den Tisch gezogen. Der hat die anderen Hedgefonds über den Tisch gezogen. Der hat die Mitspekulanten aufs Kreuz gelegt. Die Aktie schoss auf 1000 Euro hoch und dann wieder runter. Und keiner wusste, was los war. Und der Wedeking hat sich im Hinterzimmer die Hände gerieben. Und dann hat es ihm irgendwann aufgefallen, Scheiße. Ich habe die Banken mit genau dem Geld aufs Kreuz gelegt, das ich von denen geliehen hatte. Und dann ist es bei der Anschlussfinanzierung zu sehr unschönen Situationen gekommen. Man kann sich da so richtig vorstellen, wie der Banker sagt, ach Wedeking, Sie brauchen das Geld, mit dem Sie uns verarscht haben, noch ein bisschen länger. Ja, dann machen Sie doch mal einen konstruktiven Vorschlag, von welcher Klippe wollen Sie denn springen? Großartiges Konzept. Aber das sind eben die Top-Leute. Das ist ja nicht nur hier bei der Autoindustrie, hier auch bei den Banken, da sind spitze Leute unterwegs. Zum Beispiel hier HSH Nordbank, kennen Sie die? Da ist ein gewisser Herr Nonnenmacher an der Spitze. Nonnenmacher an sich auch ein sehr schöner Name. Und ich habe mich immer gefragt, wo die herkommen. Und der... Ja, der muss da so einen Hobbykeller zu Hause haben. Es gibt Gerüchte, dass der Mixer sich dahin verkrochen haben soll. Jedenfalls... Der Nonnenmacher, der hat die HSH Nordbank in leitender Funktion mit in die Scheiße geritten und hat dann einen Bonus von 1,4 Millionen Euro verlangt, damit er weitermacht. Sehen Sie, das muss man drauf haben. Das ist Chuzpe. Sonst werden Sie in diesem Land nicht akzeptiert in der Wirtschaftselite. Da können Sie lernen. Also gehen Sie morgen zu Ihrem Chef und da kacken Sie ihm vor den Schreibtisch. Und dann kommt sie erst. Dann verlangen Sie einen Bonus dafür, dass Sie noch einen Haufen daneben setzen. Dann werden Sie akzeptiert. Das ist Deutschland. Das sind die Spitzenkräfte, die wissen, was auf uns zukommt, die mit den Visionen. Es gibt natürlich auch Visionäre in den Ministerien, wir wollen das nicht verschweigen. Arbeitsminister in Berlin, die haben mal ausgerechnet, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Das können die ausrechnen. Ja, das tun die auch. Da gucke ich Tagesschau, da liest er mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Dann denke ich, oh, jetzt habe ich Planungssicherheit, das ist ja auch mal schön. Ich war so ein bisschen sauer, dass er den Wetterbericht von 2015 nicht auch mit durchgegeben hat. Bis dahin müsste der Kachelmann noch wieder draußen sein. Sagen Sie, was hat das alles noch mit Nachrichten zu tun? Der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050. Bitte, was hat das mit Journalismus zu tun? Die ganzen Wirtschaftsmeldungen, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Es ist ein Elend. Da haben Sie jetzt gerade das Gutachten von diesen Frühjahrsweisen. Ne? Kennen Sie, das ist zweimal im Jahr, die Frühjahrsweise und die Herbstzeitlosen. Die machen zweimal im Jahr, machen die ein Gutachten. Seit 40 Jahren. Das hat noch nicht einmal gestimmt. In 40 Jahren hat das noch nicht... Vielen Dank. Guten Abend.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt bis neulich. Es ist und bleibt eine wilde Mischung aus ganz alten und ganz neuen Texten. Wenn Ihr Lieblingstext heute Abend nicht dabei sein sollte, dann müssten Sie einfach nochmal wiederkommen. Und wenn ich Sie hier sitzen habe, möchte ich Sie wie immer ermuntern, öfter ins politische Kabarett zu gehen. Sie spüren das ja auch heute Abend wieder hier im Saal. Im politischen Kabarett sind Sie ja stets vor lauter engagierten Gesellschaftskritikern umgeben. Ja, einige sind auch leise engagiert. Manche auch geradezu engagiert leise. Aber im Engagement sind Sie alle, oder? Wer heutzutage nirgendwo im Engagement ist, der kann sich doch die Gesellschaftskritik in Form einer Kabarett-Eintrittskarte kaum noch leisten. Zumindest nicht in den Tempeln der Kleinkunst. Da, wo das literarische Kabarett zelebriert wird. Wo man die knallharte Gesellschaftskritik in weichen Polstersesseln auffängt. Wo man das im Halse steckgebliebene Lachen in der Pause mit Champagner runterspült. An solchen Orten, da lässt man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Eine der größten Pointen aller Zeiten. Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie die Kabarett-Eintrittskarte noch gut aufheben. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus. An der Stelle ist voriges Jahr noch sehr gelacht worden, meine Damen und Herren. Da war immer großes Hallo. Wann soll das denn sein? Der Zusammenbruch des Kapitalismus. Da bin ich bestimmt in Griechenland in Urlaub. Hör mir doch auf. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie denn für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ja, ich meine das Ausbeutersystem, in dem wir leben. Wo Menschen für 3-4 Euro die Stunde arbeiten. Hä? Leiharbeitsfirmen, meine Damen und Herren. Die moderne Form der Sklaverei. Wir haben ja nicht mehr nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wir haben auch Arbeitsverleiher. Diese Menschen, die dort beschäftigt sind, arbeiten dieselbe Arbeit, wie die, die neben ihnen arbeiten, aber für 2/3 vom Lohn. Und nicht nur Schlecker sind die großen Bösewichter, nein, auch die Caritas arbeitet in ihren Pflegeheimen zum Teil mit Leiharbeitsfirmen zusammen. Ja sicher, der Unterschied zwischen der Caritas und Schlecker ist, bei der Caritas kriegen die Mitarbeiter noch eine Bonuszahlung. Gotteslohn. Und dann sind sie noch froh, wenn sie denen nicht mehr den Jesuiten in Form von Sachleistungen ausgezahlt kriegen. Wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ha? Na, was denn, was denn, was denn? Dann sagen Sie, halt, Moment, holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten aus. Dann sagen Sie, hier, ich war im Widerstand. Ich habe laut und offen gelacht, weil meine Regierung verspottet wurde. Ich habe geklatscht. Ich habe anhaltend geklatscht, wenn das System kritisiert wurde und wenn seine Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen entlarvt wurde. Ich habe auf offener Straße Kanzlerinnenwitze erzählt. Was wollen Sie von mir? Ich war keine Blockflöte, ich war eine Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert, Franz Alt gelesen und die Taz. Die Taz. Okay, abonniert, nicht gelesen. Aber ich habe mich freiwillig an Tempo 100 gehalten, zumindest in geschlossenen Ortschaften. Ich habe für vom Aussterben bedrohte Arten gespendet. Für Robben, Kurden, Grüne, Linke, Intellektuelle. Ich habe mir den Hinter mit Umweltschutzklopapier wund gerieben und den Magen mit Nicaragua-Kaffee versaut. Ich war doch dagegen. Ich war für Schwäter zu Flugscharen, für Politiker zu Menschen. Ich bin kein Täter, ich bin Opfer. Also wenn schon, bin ich Opfer und Täter. Also Rotkäppchen und Wolf. Links und SPD. Eine 19 Jahre alte Pointe, die die meisten erst heute begreifen. Links und SPD, katholisch und Demokrat. Dauert nochmal 19 Jahre. Ist okay, ist okay. Vielleicht können Sie den besser wechseln. Hirnbesitzer und FDP-Wähler. Einen habe ich noch. Attentatsopfer und Rollstuhltäter. Das muss Ihnen aber gleich sagen. Wenn Sie an der Stelle schon Probleme haben, wird das ein sehr schwerer Abend für Sie. Aber noch ist das System stabil, oder? Den meisten Deutschen geht es doch so gut wie nie zuvor. Wir haben Krise. Schauen Sie sich doch mal um in diesem Land. Hier wird auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden.
inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist die, die wirklich nichts haben, also diese Unterschicht, ne? Oh. Das darf man jetzt wirklich nicht sagen, ich vergesse das immer wieder. Der Begriff Unterschicht ist diskriminierend, also zu eindeutig. Es hat lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas überhaupt gibt. Aber die haben die ja gefunden, vielleicht können Sie sich erinnern, das war ein Sensationsfund. Das ist 3 Jahre her. 2 Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die haben eine völlig neue Lebensform entdeckt. Mitten in Deutschland, die leben ganz versteckt in so einer Flussbiegung. Nicht Düsseldorf, nein. Und da haben die gesagt, diese Menschen, die hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so kann man das nicht sagen. Das ist ja mein Liebstes, wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen. Wo man es gerade so gesagt hat. Damals hat sich Franz Müntefering sehr hervorgetan. Franz Müntefering, das war der letzte große alte Sozialdemokrat. Den haben sie aufs Altenteil geschoben. Wobei, so alt ist das Teil eigentlich gar nicht. Ja, ich traue dem Bratner überhaupt nicht. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Den Münte waren wir schon mal los. Ich bin da überhaupt nicht beruhigt. Das ist doch so ein politisch Untoter. Das ist wie Merz und Clement. Das sind Leute, die kommen immer wieder. Bei Münte bin ich jetzt beruhigt, wenn am Schluss einer mit so einem Holzflock, der Münte, der hat doch seine Vision noch gar nicht verwirklicht. Der Münte hat doch wie kein anderer in der SPD für die Agenda 2010 gekämpft. Und die SPD ist da erst auf 20%. Und es heißt doch Agenda 2010, da ist doch noch was zu tun. In manchen Landesverbänden haben sie es ja schon geschafft. Hier, die Sachsen immer vorne mit dabei. Hier, die Sachsen haben, die sächsische SPD, haben der letzte Landtagswahl zum zweiten Mal hintereinander stabil 10% geholt. Voll konsolidiert, immer knapp vor der NPD. Und auch Thüringen, der SPD-Vorsitzende in Thüringen, ich muss mir inzwischen immer so Eselsbrücken bauen, um mir die ganzen Namen noch merken zu können, der in Thüringen, der heißt so wie das, was in seinem Kopf rumschwabbelt. Matschi, genau, ja, Matschi. Sehen Sie, funktioniert. Und der Christoph Matschi, der hat in Thüringen für die SPD 17% geholt bei der letzten Landtagswahl und hat dann gesagt, er macht eine Koalition mit der 27% starke Linkspartei, nur wenn keiner von der Linkspartei Ministerpräsident wird, sondern er. Das ist ja eine alte demokratische Geflogenheit. Die Letzten sollen die Ersten sein. Und das Allerschönste ist, haben Sie das überhaupt mitbekommen? Die Linkspartei in Thüringen hat gesagt, okay, dann machen wir das so. Wir verzichten darauf, den Ministerpräsidenten zu stellen. Es muss nicht unbedingt der Matschi sein, aber wir können uns auf einen anderen einigen. Es muss keiner von der Linkspartei Ministerpräsident werden. Die haben gesagt, es geht uns nicht darum, den Ministerpräsidenten zu stellen. Wir wollen wirklich eine andere Politik. Und da hat der Matschi gesagt, ja, dann erst recht nicht. Das könnt ihr komplett vergessen. Ja. Das sind diese Teile der SPD, die sind so komplett Hohlraum versiegelt. Da kann man noch gar nichts mehr machen. Und der Anführer war immer der Münte. Und der Münte, der hat die Hartz-IV-Gesetze in der Bundestagsfraktion damals durchgeboxt, unter anderem mit dem Satz, es gibt einen alten Spruch in der SPD, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Ja, boah, ne? Sehen Sie, das hat der Westerwelle sich nicht getraut, der feige Sack. Hier, dieses verschwurbelte spätrömische Dekadenz. Nee, wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Das ist die Originalversion. Das ist die Hardcore-Version. Ja. Denn der Westerwelle, der rennt doch nur Türen ein, die immer schon offen gestanden haben. Zu mir hat der Mann doch noch nie Mut besessen. Der Münte, der hat das richtig drauf. Der Münte hat natürlich recht, das ist ein alter Spruch aus der SPD, wissen wir alle. Der Spruch ist uralt, der stammt aus einer Zeit, da stand über der Parteizentrale der SPD noch Arbeit macht frei. Das ist klassisches nationalsozialistisches Gedankengut. Wenn ich arbeite, brauche ich nicht essen. Es gibt Leute, die sind da drin aufgewachsen, die kriegen das auch nicht wieder aus dem Kopf. Das ist, ja, dann müssen sie jetzt auch, um sowas zu vertreten, müssen sie ja gar nicht so ganz recht sein oder so ein hässlicher Ministerpräsident. Ja, ich weiß, mit dem Aussehen muss man, aber es gibt auch so Fälle, da ist es so furchtbar. Sehen Sie, so Typen wie Roland Koch und Thilo Sarrazin, da kommt man doch nicht drum rum. Das ist doch, Thilo Sarrazin, kennen Sie? Dieser SPD-Mann, der den Hartz-IV-Empfängern immer die Tipps gibt. Wenn ihnen kalt wäre, sollen sie nicht die Heizung aufdrehen, sondern Pullover anziehen. Jetzt hat er gesagt, sie sollen kalt duschen, um Geld zu sparen, nicht? Ja? Warmduscher hätten es noch nie weit gebracht in diesem Land, sagt ein Mann, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist. Man muss sich... darf man nicht nach Gefühl aussprechen. Da muss man voll konzentriert. Ja.
von Baron von Fink von Mövenpick, ne, und seinen Kumpels in Hoteliers leihen wir uns praktisch die 1 Milliarde Euro und dann schenken wir denen die. Das ist eine schöne Idee, oder? Das Blöde ist, wir zahlen denen auf das Geschenk noch Zinsen. Und von den Zinsen machen die dann die nächste Spende an die FDP. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns hier bewegen, meine Damen und Herren. Wer hat hier was von Steuersenkungen? In diesem Land haben 6 Millionen Menschen eine volle Stelle, die verdienen so wenig Geld, die zahlen überhaupt keine Steuern. So wenig verdienen die für eine volle Stelle. Dazu kommen noch die 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger, sind schon mal 12 Millionen, die haben von Steuersenkungen überhaupt nichts. Dann nehmen wir doch das berühmte kleine Gehalt. Wie sagt der Westerwelle, man muss doch noch sagen dürfen, dass jemand, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht, mehr Geld haben muss als jemand, der nicht arbeiten geht. Ja, Herr Westerwelle, natürlich darf man das sagen. Wer hat denn jemals das Gegenteil behauptet? Haben Sie überhaupt schon mal versucht, eine Tür zu öffnen, die nicht schon aufgestanden hat? Was soll der Scheiß? Nicht mal ein Hartz-IV-Empfänger würde doch verlangen, dass er genauso viel Geld bekommen soll wie jemand, der arbeiten geht. Darum geht es doch nicht. Die Frage ist doch, wie der Unterschied herzustellen ist. Die Hartz-IV-Empfänger bekommen im Augenblick Existenzminimum, hat das Bundesverfassungsgericht offiziell festgestellt. So, wenn das Existenzminimum ist und Sie wollen einen Unterschied zu denen herstellen, die Arbeit haben, dann müssen Sie doch die Leute, die arbeiten gehen, endlich wieder anständig bezahlen. Oder wie soll das sonst funktionieren mit dem Unterschied? Und das ist genau das, was der Westerwelle diesen Menschen verweigert, nämlich den Mindestlohn. Das wäre anständig. Ja, klar. Ich weiß auch ehrlich nicht, was es beim Thema Mindestlohn überhaupt noch zu diskutieren gibt. Ja, entschuldigen Sie bitte mal, ich sage Ihnen gerne, was ich unter Mindestlohn verstehe. Unter Mindestlohn verstehe ich einen Mensch, der 40 Stunden in der Woche arbeiten geht und sich dabei Mühe gibt. Der muss von dem Geld, was er da verdient, auch leben können. Und zwar hier und nicht in Bangladesch. So. Und das ist keine Frage des ökonomischen Sachverstandes, das ist eine Frage des letzten Restes menschlichen Anstandes in einer Überflussgesellschaft. Da gibt es nichts zu diskutieren. Entweder Sie sind für einen Mindestlohn oder Sie sind eine sehr unappetitliche Körperöffnung. Und wer Ihnen erzählt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze, ist auch eine extrem bescheuerte unappetitliche Körperöffnung. Von Steuersenkungen profitieren die kleinen Leute überhaupt nicht. Nehmen Sie das kleine Gehalt, 1800 Euro brutto. So klein ist es inzwischen schon gar nicht mehr. 1800 Euro brutto. Davon zahlen Sie als Single in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Wenn Sie diesen Menschen die Steuern um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, hätte der 19 Euro im Monat mehr, oder? Da wird er die Konjunktur derart ankurbeln. Parallel würde noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Beim letzten Konjunkturpaket haben sie ihm die Steuern um 1% gesenkt, da weiß er gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hilfe! Vermögensberater, ich weiß nicht weiter. Aber keine Sorge, die Krankenkassen werden Ihnen Vorschläge unterbreiten, meine Damen und Herren. Die paar Euro, die bei den kleinen Gehältern der Steuersenkungen überbleiben, sind bis jetzt immer wieder gegenfinanziert worden und abgegriffen worden. Wissen Sie noch, als Sie das Begrüßungsgeld beim Arzt eingeführt haben? Von Steuersenkungen profitieren nur die Besserverdiener. Und denen müssen wir die Steuern nicht senken, weil die organisieren sich das selber. Da haben die extra Leute für. Das sind die sogenannten Steuerhinterziehungsberater. Die machen das ja alles. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert, diesen armen, verfolgten Menschen zu helfen. Ja, die Schweiz, auf den ersten Blick ein harmloses, kleines Land. Aber hinter diesen Bergen kann man unglaubliche Dinge verstecken. Und das macht die Schweiz sich zunutze. Ich meine, die Schweiz ist natürlich auch in einer Situation, die haben ja sonst nichts. Was haben die denn? Die haben ja keine Rohstoffe, gar nichts. Die haben Berge, ja, wollen sie Geröll verkaufen, das bringt ja nichts. Aber sie nutzen ihre Möglichkeiten, indem sie begriffen haben, die Schweiz ist durch die ganzen Berge genauso unzugänglich wie Afghanistan. Deshalb ist die Schweiz seit Hunderten von Jahren nicht mehr angegriffen worden. Sie kommen da überhaupt nicht rein mit Panzern. Und daraus haben die ein Geschäftsmodell entwickelt und verstecken seit Menschengedenken das geklaute Geld der Verbrecher aller Welt in der Schweiz bei ihren Bergen da. Und verwalten das da. Und das Geschäftsmodell funktioniert wunderbar, das ist ja einträglich. 4.000 Milliarden Euro ausländischer Gelder liegen in der Schweiz. 4.000 Milliarden. Warum ist das Geld in der Schweiz, wenn es nicht illegal ist? Ne? Schwarzgeldkonten, wer hat's erfunden? Sie wissen es auch.
Warum soll man sonst sein Geld in die Schweiz bringen? Wegen der guten Luft? Oder hoffen Sie, dass die Rendite höher ist, weil die Berge da höher sind? Na, dann müssen Sie eine Bank im Hindukusch suchen. Nein, das ist Schwarzgeld und es ist Verbrechergeld und die Schweizer machen das seit Generationen zuverlässig. Schon die Nazis haben hier Gold in die Schweiz gebracht, aus Sicherheitsgründen. Und die Schweizer stellen auch keine blöden Fragen. Sehen Sie, die Schweizer, die haben diese jüdischen Konten 40 Jahre nach dem Krieg sauber weitergeführt. Die haben nie blöd gefragt, warum kommt da nie wieder einer? Solange man die Kontoführungsgebühr noch abbuchen kann, wird das Konto ordentlich weitergeführt. Und diese Form von Zuverlässigkeit und Diskretion wird geschätzt, weltweit, von lateinamerikanischen Drogenbaronen, genauso wie von Blutdiamanthändlern in Afrika, von Opiumhändlern in Asien natürlich, genau wie von der Mafia, von Bokassa, Idi Amin, Gaddafi, Khomeini, alle hatten sie immer ihre Gelder in der Schweiz. Auch Al-Qaida hat natürlich nur mal ein Konto in der Schweiz, sicher. Die müssen die Waffentransfers ja auch irgendwie abwickeln. Ja, Sie gucken so, glauben Sie immer noch, die Taliban häkeln sich die Raketen selber? Und die Schweizer sind da stolz drauf, die stehen auch offen zu, da leiten ja ihren ganzen Namen von ab. Helvetia ist ja von Hehlerei abgeleitet. Und jetzt kommt da so ein super Verbrecher und klaut denen da die Kontodaten und macht denen das Geschäftsmodell kaputt, da wäre ich ja auch sauer anstelle der Schweiz. Ich meine, für uns war es nicht schlecht, ne? Diese Daten-CD war ja großartiger Erfolg. Wann ist eine CD schon vor der Veröffentlichung so wirksam gewesen? Großartig, 10.000 Leute hatten sich schon angezeigt, selber angezeigt, bevor die CD überhaupt gekauft worden war. Da sehen Sie mal die Eitelkeit dieser Menschen, dass die alle geglaubt haben, dass sie auf dieser einen CD vorkommen. Unglaublich. Ich habe sofort gesagt, hätten die gar nicht mehr kaufen sollen, das Geld hätte man schenken können, man hätte nur noch alle paar Wochen einfach nur veröffentlichen müssen, da ist wieder eine CD im Angebot. Diesmal von der Bank so und so, Buchstabe A bis F. Melden Sie an Schalter C, bitte nicht drängeln, ja? Und dann kann man mal gucken, wer Nerven hatte, wer nicht, meine Damen und Herren. Und die Baden-Württemberger waren auch konsequent. Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte auch eine CD angeboten bekommen mit Steuerdaten, hat da gesagt, wir kaufen das nicht. Das war ganz konsequent. Die FDP hat gesagt, wir geben doch kein Geld aus, um unsere eigenen Mitgliederlisten zu kaufen. Das ist ja völliger Blödsinn. Die Schweizer sind natürlich wirklich sauer und die Bundespräsidentin der Schweiz hat dann auch gesagt, das wären geklaute Daten, das wäre ja Diebstahl. Und sie hat dann gesagt, wer solche Daten kauft, das wäre geradezu Handel mit Kriminellen. Und das dürfen sie nicht. Da hat die Schweiz ein Patent drauf. Aber das Thema Deutsche und Steuern, das ist, da kommt der Bund der Steuerzahler auch noch und veröffentlicht jedes Jahr den Tag des Steuerzahlers. Und da stehen die Menschen wieder vor mir. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten? Nee? Da gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Hallo, wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Ja, zum Glück, mit dem Papst ist ja kein Staat zu machen. Wir sind der Staat. Der Finanzminister frisst die Steuergelder doch nicht persönlich auf. Gut, bei den Landesbanken wird schon mal was geschreddert. Aber das meiste verbrauchen sie immer noch selber. Jeden Tag verbrauchen sie Steuergelder. Fast alle ihre Freizeitvergnügungen kosten Steuergelder. Städtische Theater zum Beispiel. Jede Eintrittskarte in städtischen Theatern ist mit 50 Euro pro Sitzplatz subventioniert. Wenn Sie 1200 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie davon 49 Euro Steuern. Gehen Sie einmal im Monat ins Theater, haben Sie die Kohle wieder raus. Das sind Steuern. Jetzt wissen Sie auch, warum Lehrer so oft ins Theater müssen. Wenn Sie Theater blöd finden, können Sie den ganzen Tag Straßenbahn, Bus oder U-Bahn fahren oder was Ihnen da zur Verfügung steht. Oder glauben Sie etwa, das bezahlt sich durch die Tickets, die Sie da lösen? Wovon träumen Sie eigentlich alle immer nachts? Das sind doch Milliarden Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die nie wieder reinkommen. Das musste erstmal investiert werden. Ihre Tickets decken nicht mal die laufenden Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Was glauben Sie denn, was die in Köln demnächst für die U-Bahn-Tickets nehmen müssten? Und die Stadt Köln gehört doch noch zu den weibblickenden Kommunen.
Ja sicher, Sie wissen doch, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind da alle vor dem Aus. Der Pleitekreis da überall. Wuppertal hat schon angefangen, Schwimmbäder geschlossen, Bibliotheken geschlossen. Spätestens nächstes Jahr wird 80% der deutschen Kommunen die griechische Fahne hissen. Warten Sie es ab. Und die Kölner haben gesagt, dann machen wir es eben ein bisschen vorausschauend. Wenn wir die Schwimmbäder schließen müssen demnächst, dann legen wir schon mal innerstädtisch ein paar schöne Baggerseen an. Das ist da für jeden frei zugänglich. Und das wird ein Riesenspaß, das wird eine Attraktion, das wird ein Abenteuerspaßbad, da können Sie durch Tunnel schwimmen, das wird großartig. Überlegen Sie einmal so am Stadtarchiv vorbeischwimmen. Da hinten schwimmt so eine alte Urkunde neben Ihnen, das ist doch großartig. Wie immer natürlich, wenn so eine ganz furchtbare Katastrophe die Deutschen erschüttert, dann ist es ja ein Einzeltäter. Da haben wir uns ja auch dran gewöhnt, das ist ja unser grausames Schicksal. Schon der Zweite Weltkrieg, da haben sich ja die meisten Menschen hinterher gefragt, wie hat dieser eine Mann all dieses Elend über uns bringen können? Die berühmte Einzeltäter, das war ja der mit dem einen Schnäuzer. Also, der hat ja Dinge gemacht, das ist die Einzeltäter-Theorie in Deutschland. In Köln war es auch ein Einzeltäter, ein einzelner Polier, haben Sie ja gelesen. Ein einzelner Polier hat 86% aller Eisenträger, die da verbaut werden sollen, hat er persönlich von der Baustelle geschafft, ja? Ein fleißiger Mann. In der DDR wäre das der Held der Arbeit gewesen. Der hat immer wenn keiner geguckt hat, hat er wieder so einen Eisenträger von der Baustelle gestellt. Tag und Nacht war der unterwegs. Und der hat ja nicht nur in Köln geklaut, der war auch noch tagsüber war der auf der Neubaustrecke München-Nürnberg, war der auch noch unterwegs. Unglaublich, der Mann hat eine Spezialausbildung, der arbeitet ja auch bei Langfinger und Berger. Und ich habe überlegt, wenn die jetzt die Fundamente beim Kölner U-Bahn-Bau noch mal ganz neu gießen müssen, sollte man sich vielleicht mal bei ein paar Leuten erkundigen, die sich mit Fundamenten auch wirklich auskennen. Die Mafia zum Beispiel. Die verfügt da über ein Know-how. Ich glaube, die können Fundamente viel sicherer gießen. Man muss da, glaube ich, auch mal so ein paar wichtige Leute mit einbinden. Ich bin der festen Überzeugung, so ein ehemaliger Oberstadtdirektor gibt es in einem Fundament einen ganz anderen Halt. Und wenn sie dann vielleicht noch so einen von einer Baufirma oder einen Investmentbanker zur Bewährung mit einarbeiten, dann wäre das. Die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr sind gigantisch. Und natürlich brauchen wir dafür Steuergelder. Als die Verkehrsbetriebe Berlin den letzten großen Streik hatten, hat die Stadt Berlin am Tag 1 Million Euro Steuergelder gespart. Am Tag! Wir haben gesagt, können wir noch ein bisschen streiken, wir sind so klamm in Berlin. Man hätte Berlin entschulden können, wenn die lange noch gestreikt hätten. Ja, das hätte 600 Jahre gedauert, aber man muss doch mal anfangen. Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden jedes Jahr nach wie vor 80 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Wir könnten hier 3-mal im Jahr Griechenland retten, wenn allein schon die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten, meine Damen und Herren. Aber bei uns werden ja nicht die Reichen gejagt, hier werden nicht. Nein, der Deutsche hat noch nie Krieg gegen die Paläste geführt. Wir führen Krieg gegen die Hütten. Das ist das, wo der Mut zu reicht in Deutschland. Das ist unsere Spezialität. Wir trampeln immer auf denen rum, die eh schon so am Boden liegen, dass sie nicht mehr wehren können. Das ist die Tradition in diesem Land. Und das ist die zweite Kampagne der Bild-Zeitung. Florida Rolf. Oder hier jetzt Arno Düvel, der faulste Arbeitslose Deutschlands. Da wird er drauf rumgetrampelt, da wird durch die Manege gezerrt. Und das ist die Methode Deutschland, meine Damen und Herren. Ja klar. Wenn Sie im Land des brutalstmöglichen Aufklärers Roland Koch als Finanzbeamter ein paar Reichen zu sehr auf die Füße treten, dann werden Sie für bekloppt erklärt. Sie kriegen keine Belohnung, Sie werden für bekloppt erklärt. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Nein, die haben diese 4 Leute zum Psychiater geschickt und haben die berufsunfähig schreiben lassen. Querulanten wären das. Weil die permanent Reiche prüfen wollten, hätten die Hartz-IV-Empfänger gejagt, dann wären die belobigt worden. Das ist Deutschland, das haben wir drauf, meine Damen und Herren. Das ist die deutsche Leitkultur, nach oben buckeln und nach unten treten. Und das hat Tradition und das bedient der Westerwelle auch. Die Wut der Menschen, die für ihre Arbeit zu schlecht bezahlt werden, wird bei uns nie auf die gelenkt, die ihnen den gerechten Lohn vorenthalten. Die Wut dieser Menschen wird immer gelenkt auf die, die überhaupt nichts haben, die eh schon im Dreck sitzen. Das ist die Methode Deutschland, das ist die Methode Westerwelle, aber auch die Methode der SPD. Die SPD hat sich da immer noch beteiligt. Ja klar, wenn ich arbeite, brauche ich Essen oder soziale Hängematte. Den Begriff hat Willy Brandt mal eingeführt. Darf ich mal Helmut Schmidt zitieren, unseren alten Weltökognom? 1980 als Bundeskanzler, Helmut Schmidt wörtlich,
Das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Ja, die Unterschicht ist überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen die jetzt nicht die Pensionen der Politiker. Das ist in der Form von Unterschicht, aber keine Überversorgung. Man kann auf verschiedene Arten minderbemittelt sein. Ich meine, man leistet uns ja nur mehrere Ministerpräsidenten aus dem intellektuellen Prekariat. Aber das ist keine Überversorgung. Auch die Gehälter von Spitzenmanagern, das ist doch keine Überversorgung. Das ist doch leistungsgerechte Bezahlung. Das ist doch freie Wirtschaft. In der freien Wirtschaft wird immer eine Leistung bezahlt, das wissen Sie doch. Deshalb muss doch alles privatisiert werden. Die Beamten kriegen ihr Geld ja einfach so. Aber in der freien Wirtschaft, da wird immer eine Leistung bezahlt. Wenn der Ruhrkohle-AG-Konzern, wenn die RAG, der Landtagspräsident, der Frau van Dinter, für 6 Stunden Arbeit 30.000 Euro bezahlt, dann ist das leistungsbezogen. Da hat die was geleistet. Sie wissen auch nicht was, sie weiß das wahrscheinlich selber nicht. Aber es wird schon was sein. Das sind Stundenlöhne, da sitzen Edel-Callgirls da und fragen sich, was hat die drauf, was ich nicht habe. Freie Wirtschaft, immer leistungsbezogen, auch die Wahnsinnsprämien, wo sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat. Hat er ja nicht, er kriegt es ja einfach nur. Aber es ist leistungsbezogen. Ja, klar, das haben die da erklärt. Die haben das im Ackermann-Prozess damals vor Gericht erklärt. Der Ackermann-Prozess, der ist doch sogar nochmal wiederholt worden, wegen des großen Erfolges in Düsseldorf. Die waren so scharf damals, wissen Sie noch? Die sind in die Revision gegangen, ne? wir kriegen die dran. Und mitten im zweiten Prozess war dann plötzlich wieder Schluss. Und dann sieht man, wir leben doch in einem Rechtsstaat. Ist das nicht beruhigend? Wir leben in einem Rechtsstaat, wenn Sie Geld genug haben, um vernünftige Anwälte bezahlen zu können. Dann leben Sie im Rechtsstaat, denn es ist so, Sie haben das Recht auf angemessene Vertretung auch im Revisionsverfahren. Und die beiden Spitzenanwälte, die Ackermann und Esser rausgeboxt hatten in der ersten Instanz, hatten gar keine Zeit für den zweiten Prozess, hatte keiner mit der Revision gerechnet. Diese beiden Leute waren schon wegengagiert in München bei Siemens zu dem Zeitpunkt. Und es gibt nur ganz wenige Anwälte in Deutschland, die auf diese Form von Organisiertem, also die jetzt spezialisiert sind, um in so einer Situation, der Prozess muss zu Ende gebracht werden, irgendwie. Und dann werden die Juristen plötzlich unglaublich kreativ. Haben die den 10. Teil aus der Bibel wieder eingeführt. Haben Sie das mitbekommen? Einfach so pauschal, ne? Der Esser von Mannesmann, der hat 10% von seiner Beute, Prämie, sag mal. Hat ja 15 Millionen Euro Prämie bekommen, davon hat er 10% Strafe bezahlt. 1,5 Millionen Euro Strafe hat der Esser bezahlt von Mannesmann. Davon hätte er sich eine komplette FDP kaufen können, überlegen Sie mal. Nur, was tun Sie auch damit? Das ist ja die Frage. Ja, Sie dürfen sie ja nicht zu Hause an der Wand hängen, sonst würden wir ja mal zusammenschmeißen, ne? Die Juristen können sehr kreativ sein, ja. Es gibt ja auch Situationen, wo man sofort ahnt, worauf es hinausläuft. Sie wissen, die erste Daten-CD vor 2 Jahren, da hatten sie einen am Zumwinkel. Da habe ich sofort gesagt, den können die gar nicht einsperren. Nein, der Zumwinkel, der hat eine Rente von 1,1 Millionen Euro pro Jahr. Wir hatten damals schon Wirtschaftskrise. Ich bitte Sie, der Mann ist ein zweibeiniges Konjunkturprogramm, den können Sie doch nie wegsperren. Die Kohle hätte er im Knast niemals ausgeben können. Das können Sie vergessen. So viel Drogen können die Wärter nicht ranschaffen. Das ist. Und der Zumwinkel hatte eine schöne Idee. Da muss man auch mal neidlos anerkennen können. Der Zumwinkel hat sich seine Rente 20 Jahre lang im Voraus auszahlen lassen. Auf einen Schlag. Ja, der hat gesagt, ich bin jetzt 65, ich schätze, ich werde 85, gib mir 20 Millionen, dann sind wir quitt. Wenn ich länger lebe, ist mein Problem. Auf die Idee hätten Sie ja auch mal kommen können. Nur wenn Sie jetzt natürlich zur Rentenanstalt laufen und sagen, hören Sie mal, dann sagen die, da war schon einer, vergiss das mal. Wobei, wir wollen fair bleiben, der Zumwinkel ist ja nicht bei der Rentenanstalt, der liegt ja nicht im Sozialversicherungssystem auf der Tasche. Der Zumwinkel hat eine Betriebsrente von der Post. Das ist eine kleine Standardbetriebsrente von der Post, das haben die da alle. Und das zahlen Sie als Postkunde, zahlen Sie das direkt. Wohlfahrtsmarken, kennen Sie doch alle. An der Rente von Zumwinkel werden Sie noch lange lecken, das kann ich jetzt schon sagen. Es ist ja alles mit rechten Dingen zugegangen, weil der Zumwinkel, der wäre ja wirklich eingesperrt worden, aber er hatte dann am Ende doch zu wenig Steuern hinterzogen. Er hatte sogar genug Steuern hinterzogen, aber im falschen Zeitraum. Es war ganz, ganz kompliziert. Sie müssen bei der Steuerhinterziehung Fristen einhalten. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Land. Mich hat das mit den 10% sehr fasziniert. Ich habe überlegt, wir müssen die Strafverfolgung mal völlig auf neue Beine stellen. Da ist ja vieles total aus dem Ruder gelaufen. Heute ist die Strafverfolgung in sich oft teurer, als was Sie bei der Straftat da an Schaden eingerichtet haben. Nehmen Sie Banküberfall.
Was können Sie heute aus einer normalen Bankfiliale auf einen Schlag noch rausholen? Ich weiß nicht, wann Sie das zuletzt versucht haben. Die haben doch kein Panzerglas mehr. Alles ist doch offen in den Banken inzwischen. Seit Jahren. Offene Schalter und dann diese Aufkleber. Unsere Tresore sind Zeitschloss gesichert. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ja keinen Einfluss drauf. Wenn Sie größere Beträge abheben wollen, müssen Sie davor Bescheid sagen. Das ist für einen Banküberfall extrem unpraktisch. Ich gehe auch so nicht mehr gern zur Bank. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Schon seit anderthalb Jahren, seitdem die Krise angefangen hat, ich habe immer Angst, dass ich reinkomme und die sagen, nee, heute ist ungünstig. Das ist... Es wird der Tag kommen, da steht so ein Schnösel vor mir und sagt, wir haben Ihr Geld an Griechenland verliehen. Das ist, wenn da nochmal was kommt, dann melden wir uns. Kommen Sie nicht jeden Tag fragen. Also. Ich bin doch noch bei der Commerzbank, das ist der reinste Albtraum. Ich weiß überhaupt